Hallo und herzlich willkommen zurück in Kernstadt bei unserer Ernte, die wir jetzt gerade angeschaut haben. Hast du ein Fenster wieder aktiviert kriegt? So, jetzt haben wir's. Ja, wir werden heute dieses schöne Feld noch fertig ernten und dann werden wir, so wie wir das gestern beschlossen haben, dementsprechend auf andere Felder noch ausweichen. Wir werden ausnahmsweise auch ein paar Helfer noch mit in den Einsatz nehmen und gerade schon mit den anderen besprochen, wie wir da vorgehen werden. Und ja, schalten wir mal die anderen hinzu und dann gucken wir mal. Grüß dir. Ja, grüßt euch und los kann's gehen, würde ich sagen. Keine Zeit verschwinden, denn wir haben keine. Ja, das passt. Muss passen. Ich schnapp mir dann gleich mal Silkes Tracky und mach hier nebenbei die Ablage, würde ich gerade sagen. Ja, da müssen wir nur gucken, das Strohabladen funktioniert ja nicht. Er lädt ja auch direkt wieder auf. Das ist ein bisschen doof, um es vorsichtig zu sein. Fahr ich das halt alleine. Was ist denn das jetzt so, hier? Was ist denn jetzt hier? Ja! Sofort. Ich bin startklar. Jetzt. Geht ja. So, einmal diesen. Einmal diesen. Zeit läuft, einmal auf diesen, geht's. Einmal diesen. Und einmal diesen. So. Wieso zeigt er mir denn jetzt hier keine Linien an? Ja, mir zeigt auch keine Linien gerade an. Ach, jetzt. Ja, die sind einfach nur scheiße zu sehen. An? Ja, Linien an. Dann hat er die Breite nicht richtig oder die Gradzahl nicht richtig geladen. Ja, ich seh's grad. Wo sind meine Linien? Ach, ihr seht da. Ich glaube, ich bin nur Eizel. Muss Ivan noch sein vom Feld holen, sein Tracky. Eizel versetzt. Loll ich sie Ivan zweimal. Hör auf, so viel zu saufen. Na echt? Guck in den Stream, ich sehe Ivan zweimal. Ich sehe Ivan nur einmal. Einmal davor und einmal im Auto. Da steht noch immer im Feld. Ich sag ja, solltest weniger saufen. Ich kann nichts dafür, wenn ich doppelt sehe. Ihr sagt mir dann am besten Bescheid, wenn ihr so bei 50% seid, dann fahre ich euch einzeln ab. Oh, Raver! Na, fahr schon. Aha. Aha. Moin, Flimmerkiste. Raver hat einen Raid dann für später zum Anführen. Ja, auch nicht schlecht. Muss dann halt nur sagen, wohin, ne? Was eine Punkteverschwendung. Ihr braucht Rudelpunkte. Viele, viele Rudelpunkte. Für diesen Tag braucht ihr Rudelpunkte, für den 6. März. Ganz, ganz wichtig. 50% Demon. Mhm. Kommen wir gleich. 0% Demon. Ja, weil Ivan mitfährt. Ja, die Bahn fahre ich jetzt noch mit und dann kippe ich das Zeug auch mal bei uns ins Silo. Wenn uns nachher für den Auftrag noch was fehlt, nehmen wir es aus dem Silo noch raus. Moin, Reva!
rum, rum, voll den Pfad. Also diese rosa Fläche da bei dem Feld gegenüber, die nervt ja total. Wieso? Was? Ja. Ja, diese Romantik. Was hat denn das mit Romantik zu tun? Das ist einfach hässlich. Und dann ist das total unrealistisch. Ich liebe ja diese Realismus-Freaks. Der hat schon wieder den Stock im Rücken. Hochkonzentriert sitzt sie da und guckt nicht. Unbequem sein, immer so einen Stock im Rücken zu haben. Ja, wobei ich sehe gerade, ich sitze auch gerade nicht so ganz bequem in dem Trecker. Also schön gerader Rücken. Hätten sie auch mal ein bisschen anpassen können. Das wird das neue Feature in LS21 oder was auch immer. Weiß ich nicht, wo der Alarm ist. Der Bot mag einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich hat der Bot sich schon wieder disconnected und ich habe es nicht mitgekriegt oder so. Sag ja, ich müsste mir den Bot eigentlich auf das Tablet vor mir ziehen. Im Moment läuft er auf so einem kleinen Intel-Nook. Und irgendwie scheint der, sobald das Internet mal nachts dann abgeschaltet worden ist, wegen IP-Wechsel, scheint er irgendwie auch den Connectern zu verlieren und dann mag er nicht. Wobei eigentlich müsste er mögen. Follow D hat er ja vorhin auch gemacht. Seltsamkeiten. Mhm. So, nach der Bahn werde ich dann wegfahren und dann kann dann Demon hier dementsprechend dann übernehmen. Flimmerkiste, jetzt fehlt nur noch Ausrufezeichen Discord. Alter, ich schwör's dir, ich krieg noch die Krise mit dem Lenkrad heute. Was sie gestern am Rummeckern, weil sie kein Lenkrad hatte, heute am Rummeckern, weil sie ein Lenkrad hat. Nie glücklich, diese Frau. Wo war der Träger für den Stroh? Direkt bei dieser einen Holzhütte, ne? Ja. Da ist auch das Rohr drüber. Ist quasi auf der anderen Seite vom Tor, ne? Warum bin ich Motten? Aber wenn schon, dann gescheit, ne? Aber schaut. Alter. So, damit haben wir jetzt einen dritten Drescher noch. Unglaublich, wir haben 1 Million Dünger in der Produktion und 1 Million Liter Kalk. Jo, lohnt sich. Scheinrad, du musst mal bei dir die Spur einstellen, dein Trecker, der fährt ja irgendwie kreuz und quer, wenn du lenkst. Ich glaube, du bist so oft irgendwo angeeckt. Na, keine Ahnung, die ist ja eingestellt, die Spur. Naja, hätte ich dann auch gesagt. Demon 60. Jo, ich lade jetzt noch kurz ab und dann fahr ich los.
Die Reichweite in 100, das passt ja, ne? Es geht gar nichts. Believe it. Was machst du da? Ja, wenn du das GPS einschaltest und zu schnell bist. Der Trecker dann nicht mehr auf sein Leben klarkommt. Hat das Hinterteil gewackelt? Da hat alles gerade gewackelt. Mhm. Boah. 18 FPS, wuhu! Alter, ich hoffe, dass sie bei ES19 wenigstens mal eine vernünftige Engine schreiben. Grüße dich, ich habe auch gerade nur 22 FPS. Ivan, hör auf, durchzutappen. Sorry, muss ja gucken, was die LKWs machen. Die sind alle hintereinander. Wo müssen wir nochmal abliefern? Bei Edeka oben. Ja, ich brauche die genaue Bezeichnung. Händler, nein. Bergfruchthandel. Autsch. Sag Bescheid, wenn du fertig bist mit der Auswahl. Bergfruchthandel und das ist, was haben wir denn jetzt hier? Weizen? Dinkel, Dinkel, ne? Dinkel. Dinkel. Gut, kannst du losstarten. Dann fahr ich jetzt kurz Scheinrohr ab. Ja, ich werde, glaube ich, nicht dazu kommen, hier noch großartig das Stroh abzufahren vom Feld, weil wenn ich jetzt hier die ganze Zeit schon hin und her fahre, Christian ist bestimmt auch schon wieder bei 30%. 21. Ja, ich kann das Stroh gleich übernehmen, sobald ich den Drescher hier am Laufen habe. Ja, ein Stück rüber. Lag. Aber nur so ein bisschen. Hast du noch Platz? Jo. Schau, da steht schon wieder ein Ivan. Den fahre ich jetzt wieder. Ja, geht da gar nicht. Guck, bei mir stehst du da. Was auch immer du da für ein Problem hast. Den fahre ich jetzt wieder, den Ivan. Lol, der geht sogar. Thank you.
Dein Trecker sucht sich gerade eine ganz komische Spur. Ja, lass ihn doch. Getreide mit Ivan Beilage, genau. Grüß dich, Hunter. Wieso so? Hauptsache, er fährt überhaupt weg. Er fährt jetzt erstmal zu mir. Ja, weil er den Ausgang sucht. Warum hast du den mit einem Abholen-Modus eingestellt? Hab ich den Abholen-Modus eingestellt? Scheiße. Ja, du hättest einfach bloß den Drecher-Modus einstellen müssen. Ach ja, da war was. Weil jetzt will er nämlich zum Zielpunkt Feld 29 fahren, wo er ja schon geladen hat, weil er geladen hat, so. Ich habe Autodrive zu selten benutzt. So, ich habe ihn umgestellt und los geht der. Ja, aber ganz ehrlich, da fehlt trotzdem ein Abfahrer. Ach, dann machen wir doch glatt mal mit, ne? Heute läuft nicht so flüssig wie gestern. Nee, also ich habe auch nur 32 FPS. Wie war das nochmal? Wo seht ihr das mit der FPS? F2, wenn du es eingestellt hast. Ideal 8T, Gerät muss entladen werden. Jupp. Yep. Ist das der, den du jetzt eingestellt hast? Jupp. Yep. Der Abfahrer ist aber unterwegs. Fehlt trotzdem jetzt noch ein Abfahrer auf Feld 29. Bin ja schon unterwegs. Gut. Ho, 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 ho. Grüß dich, Firefight, und sorry, dass ich dich übersehen habe. Ja, da musst du dich bei ihr gewöhnen, das passiert häufiger. Der ist heute lila, der Firefight. Das ist das Problem, wenn sie zu oft aus dem Fenster guckt. Ja, dann hat sie schon vergessen, dass sie jemanden grüßen soll. Viel zu groß, um das seid. So, ich fülle jetzt aber unsere Produktion trotzdem nochmal mit Mist und Wasser auf. Firefight, geht's jetzt? Ja. Alter, da geht's zu in der Kernstadt, hey. What? Sag, Alter, da geht's zu in der Kernstadt. Ich sehe nur mehr Geräte rumflitzen. Wo siehst du Geräte rumflitzen? Bei dir. In deinem Stream. Ja, ein bisschen was muss ja jetzt hier sein. Ja, da geht's zu. Ich bin ja full.
Oh, aber der Drescher hat einen schönen Strohberg hinter sich aufgeschüttet. Mhm. Ist ja voll nicht realistisch. Bin auch voll. Na toll. Total nicht realistisch. Jetzt sind beide voll. Oh, ich bin auch voll. Grüß dich, Christi, ja, ich seh dich. Grüß dich, Scheinreich, ich seh dich auch. Der Himmel schaut heute komisch aus. Irgendwie. Du sollst dich aus dem Fenster gucken. Guck. Ja, ist ein bisschen gräulich, aber... Nee, der hat heute so komische Wölkchenformation da hinten. Egal, was du nimmst, nimm weniger oder gib was ab. So, dann suchen wir mal einen Drescher. Dankeschön, lieber Firefight. Also mit Mal ist das nicht getan. Das ist generell so. Ja, ich versuche mich eh zu wissen. Nee, ist klar. Sollen das glauben. Du bräuchtest eigentlich so einen stillen Alarm, der jedes Mal ausschlägt, wenn jemand Neues in Chat schreibt. Dafür hast du doch eigentlich die Empfangsdame. Ja, aber die Empfangsdame sitzt ja halt jetzt nicht in unserem Discord-Channel. Da fällt mir gerade ein, ich habe letztens auf TikTok gesehen, da hat eine ja ihre Alexa gefragt, wie oft sie Alexa schon gebeten hat, den Müll rauszubringen. Und dann sagte Alexa, bisher kein Mal, du bist ja noch hier. Lol. Ja. Die hat Feierabend, ja. Ja, Alexa ist ein richtiges kleines Bi. Ja. Wie oft die uns schon gesagt hat, wie dreckig das eigentlich bei Scheinra ist. Gar nicht wahr. Oh, guck mal, mein Schatzi guckt auch zu. Oh, grüß dich, Motte. Wie war das? Mach Dirty Talk, Küche. Nee, da weiß ich was Besseres. Alexa, begrüße meine Gäste. Ach nee. Hat einer 5000 Punkte, das schnell. Sind Gäste bekommen. Wen darf ich begrüßen? Demon. Kannst du den Namen bitte wiederholen? Demon. Diesen Befehl kann ich nicht ausführen. Wer ist noch da? Ivan. Ivan, hätte ich gewusst, dass du heute kommst, dann hätte ich Kuchen da. Wenn noch jemand angekommen ist, nenne den Namen bitte. Nein, Christian. Mach den Scheiß aus. Wir dürfen heute Punkte Christian mehr begrüßen. Das ist ja wie Ostern und Weihnachten an einem Tag. Aber sowas. Wenn noch jemand angekommen ist, nenne den Namen bitte. Hunter. Hahaha, Hunter ist da. Na wunderbar. Geh einfach weg, sonst hol ich meine Brüder. Wenn ich noch jemanden begrüßen darf, sage bitte den Namen. Motte. Schluss aus, jetzt ich habe momentan Schwierigkeiten, auf deinen Empfangsdame-Skill zuzugreifen. Lol. Empfangsdame-Skill? Die hat gar keinen Skill. Alexa, hast du es immer noch nicht gemerkt? Ich vermisse einen Tracky. Ups. Du sitzt gerade in meinem, ne? Nein, ich sitze nicht in deinem.
Ich sitze gerade in dem Drescher, der abgeladen werden möchte. Und gucke, dass der das hier auch richtig macht. Aber du saßt gerade in meinem. Ich saß gerade in deinem, ja. Hab ihm jetzt den richtigen Abfahrerpunkt mal gegeben. Na du Verrückte, was heißt na du Verrückte? Na du Verrückte, ja? Die Farbe von dem Feld schaut trotzdem geil aus. Guck nicht so viel aus dem Fenster. Nee, ich guck Ivan zu. Sonst hast du gleich wieder vergessen, was du machen wolltest. Nee, ich guck nebenbei Ivan zu. Mhm, hätte ich dann auch gesagt. Ja! Wenn da mein Monitor, zweiter Monitor ist. Mein Fenster ist da, die Richtung. Da ist Ivan. Kann ja gar nicht sein, dass ich da bin. Ich bin ja hier. Ja, sag ich ja, du bist da. Scheinra spielt jetzt Farming Simulator. Ja. Heute wenn man das so Steam bezeichnen kann, ja. Heute ist Steam etwas langsam. Oh, guck mal, wie unrealistisch. Aber voll, hä? Komisch. Kaum bin ich von Scheinra weg, habe ich keine Frame-Einbrüche mehr. Nicht, Nee, so nicht. Macht denn der schon wieder? Was tut er da? Jetzt fährt er dir wahrscheinlich voll vor die Flinte. Nee, geht doch. Die Bahn war falsch rum eingestellt. Lol. Ja, bei dir kann ich wenigstens mit GPS fahren. Bei Scheinra müsste ich mich jedes Mal wieder anpassen. Ja, das ist ein Blödsinn. Richtig. Okay, ich dachte, du bleibst jetzt noch bis zum Ende der Bahn. Naja, gut. Scheinbar spielt schon wieder Farming Simulator. Ja, bei mir auch gerade. Was? Kriegst du ständig die Meldung rein, oder was? Ja, von Steam. Echt wahr? Von Steam? Da kriege ich höchstens einmal eine Meldung rein. Lol. Das kann aber nicht davon sein, dass ich mal switch zu OBS und dann wieder ein Spiel, oder? Probier's aus, switch mal eben. Also, ich switch mal zu Ivan. Und dann switch ich wieder zurück. Nee, okay. Steam hat, glaube ich, allgemein gerade Probleme. Ich habe gerade mit jemand anders über Steam geschrieben, auch mal steht Verbindung unterbrochen. Ah ja. Bei Steam? Mhm. Ja. Okay. Also ich hab da bis jetzt immer nur eine Meldung von euch bekommen. Vielleicht hat Steam ja auch Corona. Ja. Also wenn das jetzt so kommt, wie es kommt. Oder so kommt, wie sie geplant hätten. Dann geht das mit die Streams gerade noch mehr bis Ende März. Und dann macht bei euch euer Eiscafé auf, oder was? Nein, dann haben sie zumindest mal geplant, die Gastgärten zu öffnen. Also nicht das Café drinnen, sondern die Gastgärten.
Ich hab mir schon geschworen, wenn ich jetzt demnächst zum Friseur gehe, werde ich meiner Friseurin 40 Euro auf die Theke klatschen. Man weiß ja nie, wie lange die überhaupt noch offen haben. Warum keine 500? So viel habe ich dann doch nicht über. Bei uns haben Friseure die ersten Termine versteigert für einen guten Zweck. Und es gab tatsächlich Leute, die da 500 Euro dann für geboten haben. Lol, okay. Ach du Scheiße. Das ist ja fast so wie dieser Schwarzhandel mit den Impfdosen. Wo sich teilweise Leute, die ziemlich gut verdienen, irgendwie auf dubiosen Seiten um Impfdosen bis zu 10.000, 15.000 Euro streiten. Hauptsache, die sind dann geimpft und können wieder quer durch Europa reisen oder so, keine Ahnung. Wir haben letzte Woche Montag oder Dienstag die letzte E-Mail noch von der Geschäftsführung bekommen. Da kriegen wir regelmäßig E-Mails von denen, von wegen, wie der aktuelle Stand ist und dass man so weitermacht wie bisher, von wegen Masken auf dem Gelände tragen und bla 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 und dass alle Leute nach Möglichkeit im Homeoffice bleiben sollen. Und auch direkt der Hinweis, wenn die Impfdosen in ausreichenden Mengen vorhanden sind, übernimmt die Firma auch direkt die Kosten dafür und lässt die Impfung auch durch den Betriebsarzt bzw. die Praxis dann dementsprechend durchführen bei uns. Ja, das ist sinnvoll. Wenn man sich dann überhaupt impfen lassen möchte. Ich nicht impfen. Ach, deine Frau auch so? Ja, meine Frau hat am Freitag die Impfung gekriegt und ja, hat dann heute erstmal dann auch krank gefeiert, nachdem sie Magen-Darm noch gekriegt hat und Fieber gekriegt hat. Aber sie hat keine Elefantennase gekriegt, wie viele behaupten. Aber dann ging's ihr genauso wie meiner Schwester, die hat mich die Impfung gekriegt und war dann erstmal für eine Woche krank geschrieben. Das habe ich aber auch schon gehört. Ja, das sind viele haben Probleme dann danach, dass sie dann krank werden, weil das Immunsystem wohl irgendwie geschwächt ist oder keine Ahnung was. Und da meine Schwester auch in der Altenpflege arbeitet. Immen, ganz kurz, gleich 85%. Jo. Da meine Schwester halt auch in der Altenpflege arbeitet, musste sie dann natürlich auch geimpft werden. Und ich denke mal, die wird sich dann direkt erstmal irgendwas eingefangen haben, was da sowieso gerade durch die Läden kursiert. Ja, aber das ist mit der normalen Grippeimpfung auch gewesen. Mein Mann hat sie impfen lassen, lang nicht geimpft. Mein Mann hat sie das erste Mal impfen lassen, dem ist nach der Impfung total scheiße gegangen. Ja, aber ich selbst sag mal so, das ist halt irgendwie was Normales, ne? Ich habe mich einmal gegen Grippe impfen lassen und hatte sie danach ganz erfolgreich. Ja, mein Mann auch. Genauso. Ich sag so viel, solange man nicht dazu gezwungen wird oder mir jemand dafür 10.000 Euro anbietet, werde ich mich wahrscheinlich nicht impfen lassen. Ich habe mich bis jetzt für nichts impfen lassen. Ey, meine letzte Impfung ist, glaube ich, in der 5. Klasse oder 6. Klasse vollzogen worden. Ja, da wo du keine Wahl hast, wo die Eltern dich schicken, ne? Mhm. Also in 5. Klasse mussten wir damals eine Tetanus-Impfung kriegen, weil wir auf Klassenfahrt in Harz gefahren sind. Und ich glaube, danach habe ich nochmal gegen Masern, Röteln oder so eine Impfung gekriegt. Aber das war es dann auch. Das muss ja eigentlich auch irgendwie mal nachfrischen. Also Tetanus, glaube ich, hält ja nur 10 Jahre, da musst du nochmal impfen lassen. Ja. Ja, das meine ich auch, ja. Jo, bin schon ja, aber so Grippeimpfung oder keine Ahnung, wann meine letzte Zeckenimpfung war. Pfui. Zu schnell. Jetzt wird's eng. Ich müsste meinen Impfpass jetzt wieder suchen, keine Ahnung. Den muss mein Vater noch haben, den habe ich nie besessen, den hat immer mein Vater gehabt. Ich glaube, wenn ich jetzt in meinen Impfpass reinschauen würde, das geimpft und das muss geimpft werden. Ich bin voll. Ja, 42% habe ich noch. Dann schick den per Autodrive weg und nimm dir den anderen. Der steht ja schon wieder am Feld 29, Abfahrerpunkt. Da ist er. Ja, wie gesagt, ich drehe in der Zeit. Jo. Ich müsste erst suchen und dann müsste ich gucken. Ja, ich werde es nicht machen. Also. Ja, schauen wir mal. In Vorarlberg machen sie ja angeblich jetzt mit 15. März dürfen sie ja schon.
Bei uns noch nicht, weil es bei uns noch so hoch ist. Ich muss mich jetzt überhaupt erstmal schlau machen. Ich habe ja hier noch für 165 Euro 3 Konzertkarten rumfliegen, was damit ist. Weil Eventim ja angekündigt hat, nur Leute, die geimpft sind, da reingehen zu lassen. Und dann habe ich gesagt, dann werde ich mir halt die Kohle wiederholen und fertig aus. Ach komm, fahr! Boah. Ruhig bleiben, Brauner. Scheiße, das heißt, Deutschland tut auch schon nur machen, wenn ich geimpft bin. Gott sei Dank. Wir sind sicher. Toll, krieg ich keine Partybrezen. Super. Kannst du dir auch per Post schicken. Kannst du dann selber aufpacken. Tief gefrostet, wa? Was? Nips. Stick ist zurück. Passt schon. Toll, ja. Ivan, du bist mit Stroh beschäftigt, ne? Ja, ich habe den gerade abladen geschickt und der fährt jetzt wieder zu Feld 29 Abfahrerpunkt. War sehr gut. Da kommt ein roter Trekkie. Auf Kollisionskurs. Gib mir deine Innereien. Ja, ist ja gut. Ich fahre den Rüssel aus. Man darf auch nicht zu den Patienten, wenn man Füll nicht geimpft ist. Füll mich voll. Die Mail, also, das hört sich komisch an. War gar nicht so beabsichtigt. Also ich sag mal so, ne, wenn man tatsächlich irgendwie so in der Altenpflege und keine Ahnung was arbeitet, ne, gerade mit den Risikopatienten, kann ich das irgendwo nachvollziehen, dass man das verpflichtet, dass solche Leute dann geimpft werden müssen. Ne? Aber andererseits ist es halt auch so, wenn die Leute jetzt sagen, nö, ich lass mich nicht impfen, ich habe da keinen Bock drauf, ich will mich den Gefahren nicht aussetzen, dann sind sie halt ihren Job los. Ne? Das ist halt auch wieder Kacke. Da bin ich gespannt, wie das bei uns wird. Ja, am besten wäre morgen, kommen die beiden Beamten wieder bei mir rein und nehme ich dann gleich mit dem Gewahrsam oder so. Stopfe mich direkt in Quarantäne. Was für Gefahren, was redet der junge Damenflimmerkiste? Was für Gefahren? Wegen dem Impfstoff oder was? Naja, es gibt halt auch sehr viele Nebenwirkungen, ne? Und viele zeigen auch sehr viele Nebenwirkungen. Ich meine, die Sachen sind zugelassen. Da gebe ich jedem recht, ne? Der sagt, wieso, der Impfstoff muss doch sicher sein. Aber auch ein Grippeimpfstoff, der jedes Jahr aufs Neue zugelassen wird, ist irgendwo ein Risiko. Ja, es ist auch, wie gesagt, es ist jeder Mensch auch irgendwie reagiert anders drauf, ne? Ja, das ist wie mit dem Coronavirus selber. Bei dem einen geht er spurlos dran vorbei und der andere... Ich sag mal jetzt wirklich Mitte 20 sportlich, hat sich immer gesund ernährt und danach hat er eine Krüppellunge, weil
Corona ihn das alles kaputt gemacht hat oder im schlimmsten Fall stirbt er dran. Das ist halt, jeder reagiert da anders drauf. Ivan, wann kann man eigentlich bei dir was mit den Kanalpunkten anfangen? Wenn ich irgendwann mal genug Leute habe, die Kanalpunkte sammeln. Naja, Wirkung hast du überall. Selbst Kopfschmerzen-Tabletten können tödliche Nebenwirkungen haben. Aber das passiert vielleicht einen von 500.000. Ja, da hat er recht. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich nehme eigentlich nie Medikamente. Versuche das immer mit guten alten Hausmitteln wegzukriegen. Wenn ich irgendwie erkältet bin oder so, ich schluck keine Tabletten oder so, sondern dann ruhe ich mich halt aus oder was ich nicht, trinke Tee etc. Versuche das so zu kurieren, weil ich halt wirklich mehr oder weniger gegen Medikamente bin, weil ich halt auch die Erfahrung bei unserer Nachbarin damals gemacht habe, die echt durch Medikamente vergiftet worden ist, ne? Die hat irgendwie jeden Morgen sich 12 Tabletten reingeschmissen, mittags nochmal 18. Irgendwann war die, ich meine, sie war über 90, das darf man auch nicht vergessen, aber irgendwann war die so geistig abwesend, dass sie nur im Bett gelegen hat. Ne, wo man wirklich, die war gar nicht mehr anwesend, die war einfach nur vor sich hin zu vegetieren. Und dann haben die halt ihr Sohn und, die Tochter und ihr Schwiegersohn haben dann halt gesagt, ja gut, dann setzen wir die ganze Kacke ab. Ne, dann soll sie nochmal irgendwie die letzten paar Tage in Ruhe leben, ohne die ganze Zeit noch so Tabletten zu futtern. Ja, die gute Dame ist dann noch 4 Jahre am Leben geblieben und hat sich dann auch irgendwann vom geistigen Zustand her ein bisschen erholt. Konnte auf jeden Fall durch die Gegend wandern. Einzeln hat sie nochmal Personen erkannt, konnte auch wieder reden. Mathe mache ich gleich, wenn ich da am Ende bin von der Bahn. Ja, aber ich bin auch so ein Typ, ich nehme auch nicht unbedingt Tabletten. Also wenn ich, bei mir ist ja das so, wenn ich krank werde, dann richtig, ne? Dann erwischt es mich mal so richtig, dass ich sage, okay, jetzt liege ich mal wirklich eine Woche flach. Wenn ich merke, allein durch Ausruhen und Tee wird es nichts, ja, dann schmeiße ich mal halt Neocitran rein und gut ist. Das ist also das Einzige, wo ich sage, ja, okay, das hilft, heißes Wasser, Neocitran, schlafen, fertig. Wo ich 2080. Ja, Ivan hat gerade den anderen. Meiner kommt gerade erst. Ich komme schon und hole da noch ein bisschen was weg. Dann ist der hier nämlich voll. So, süße Motte, ich mache das dann gleich in einem. Ne? Dann sind das 7500. Korrekt. Wo ich 2019 so krank gewesen bin, da habe ich dann auch das erste Mal seit 8-9 Jahren das erste Mal wieder Tabletten gegessen. Hängt denn der da? Weicher Brief. Am Rohr. Fahr mal das Rohr ein. Ne, ich fahr jetzt einfach zurück. So, der ist voll. Jo. Kann der nämlich auch vorbei. Der andere ist gerade am Feldesrand. Ich fahr jetzt mal kurz das Stroh wegbringen. ...14.462 Punkte hat Firefighter schon. Wuhu. Ihr seid ja richtig fleißig am Sammeln, hä? Fahr mir nicht auf der Straße. Weg da! Ja, bin ich ja weg.
Ja, das mit einer OP hatte ich ja auch erst letztes Jahr, wo sie mir einen Hauttumor hinterm Ohr weggemacht haben. Musst du natürlich auch erstmal unterschreiben, ne? Wenn da irgendwas schieflaufen kann, du da verbluten kannst oder so. Grüß dich, Johnny! Wunderschönen guten Abend, wie geht's dir? Ist ja blöd gesagt, jede Operation ist ja, kann tödlich enden, ne? Also selbst so eine, ich sag mal, Standard-OP wie Blinddarmentfernung. Der Arzt braucht ja nur mal zu tief schneiden und trifft irgendeine Arterie und du bist dann halb am Verbluten oder so. Ich bin leer. Ich habe erst 20%. Grüß dich, Timon. Grüße. Heute ist aber auch wieder schrecklich mit den Legs. Schiebst du das auf die Legs, ja? Ich krieg immer, wenn ich lenke, ein Leg und dann lenkt er immer weiter ein und dann zieht er so beschissen rum. Das ist jetzt ein Speicherleck, oder? Das war Speicher, ja. Ja, kann auch sein, ich habe einen Auftrag angenommen und Geräte geliehen. Ah, das kann auch gut möglich sein. Oh, schön, ich krieg nicht nur einen Trecker. Nein, ich krieg auch noch zwei Anhänger dazu. Supi. Ah, ist ja mal geil. Kann ich ja direkt mal mit Autodrive 1108 testen, ob das dann mit dem Abtanken noch funktioniert. Einzige Blöde ist, ich habe natürlich jetzt ein Schneidwerk gekriegt und dazu einen Schneidwerkswagen. Oh, naja. Ja eben, und das mit dem Impfen. Natürlich wird man davon krank. Man bekommt ja den Erreger in einer abgeschwächten Form in den Körper, um Antibiotika zu bilden. Das ist ja so gewollt. Aktion und Reaktion. Bei einer normalen Impfung ja, aber wenn man sich mal mit dem neuen Corona-Impfstoff auseinandergesetzt hat, der ist ja nicht so, dass man das Coronavirus, was man ja sowieso im Körper hat, nochmal in abgeschwächter Form reingespritzt bekommt, sondern tatsächlich bekommt man ja nur irgendwas, was die DNA oder Zellenstruktur verändert und dann dementsprechend abwehrend auf den Coronavirus reagiert. Und das ist halt eine Methode, die es so bisher noch nicht gab, wo es halt auch dementsprechend keine Langzeitstudien gibt. Und das ist der Grund, warum ich mir sage, ich möchte diese Impfung nicht machen. Weil ich halt Angst habe, dass da irgendwas hinterher schiefläuft. Muss ja nicht mal so sofort sein. Was ist, wenn, ich sag jetzt mal blöd gesagt, man ist 3-4 Jahre, hat man keine Probleme und auf einmal tauchen Dinge auf, womit man halt nicht rechnet, ne? Man kriegt irgendwelche Krankheiten oder was ich nicht. Und blöd gesagt, ihr kommt ja aus der Generation, ihr kennt ja das gute Medikament, was Frauen während der Schwangerschaft damals genommen haben, was ja Contagan heißt. Das ist ja auch erst nach einigen Monaten, Jahren, nachdem das auf dem Markt erhältlich war, rausgekommen, dass das halt diese Fehlbildung verursacht. Mit jetzt natürlich nicht den Impfstoff von Corona mit Contagan vergleichen, aber nur mal so anlehnt, dass halt sowas über Langzeitstudien normalerweise rausgefunden wird und sowas gibt's halt zu dem Impfstoff nicht. Demon, dann eine Jagd offen. Ich sehe es gerade.
Ja, noch zweimal. Dann haben wir es zwar. Birkfruchthandel, so. Oh, einmal normaler Anhänger und einmal mit Deichsel. Ui, und es backt hier wieder. Christian, wie voll? 50. 51. Ich glaube, wenn ich euch jetzt beide abgetankt habe, kann ich den wieder wegschicken. Ja, dann können wir ja Stroh absammeln, ne? Mach ich schon die ganze Zeit nebenbei. Ja, aber kann ich dann weitermachen, falls du dann ein Feld machen möchtest oder so. Nee, ich muss den hier jetzt gleich wegschicken, weil er dann voll ist, wenn ich euch beide abgetankt habe. Ja, dann, wenn wir dann hier fertig sind, meine ich. Ja, nö, ich sammle gerne Stroh ein. Okay. Yippie, wieder was gewonnen. Firefighter, Hunter und Demon. Ja, ich habe ja auch nicht mitgejagt. Du hast ja schon so viele Punkte. Ja, ich weiß, deswegen mache ich auch nicht mit, sonst wird mir noch hier irgendwie Betrug vorgeworfen oder so. Also ist ja total unrealistisch. Das ist der Mod-Bonus. Ups, ich habe was verraten. Es gibt keinen Mod-Bonus. Ich werde nicht mal dafür bezahlt, dass ich hier aufpasse. Diese Ehrenamtlichen. Und dann jammern man so rum, dass sie nicht bezahlt werden. Komm, ich bin ja doch nur Mod, weil sie mir so einen schönen Liebesantrag gemacht hat. Und das, davon haben wir keinen Clip. Ja, jetzt habe ich gerade dran gedacht. Jetzt hat er voll, genau. Und das Video ist ja auch nicht mehr da, ne? Nein. Das ist halt der Nachteil der von Text. Twitch. Nach 14 Tagen sind die alle wieder weg. Ich dachte nach 30, wenn du Affiliate bist. Nee, 14. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es bei Affiliates anders ist. Man müsste jetzt bloß in meine Liste gucken, wie viele Videos noch da sind, aber... Weil wenn du Partner bist, dann ist das ja ewig und drei Tage. Ja, warte. Ja, aber wer will schon ewig und drei Tage jetzt 8 Stunden lange Streams angucken? Macht ja keiner. Oha, das sind aber schon viele Videos. Warte mal, 1, 2, 3, 4... Es geht ja darum, das Älteste. Ja, 11. Jänner 2021. Na, dann ist es nicht mehr dabei. Oh, schade. Nee, 11. Jänner ist das Älteste. Es sind aber schon viele Videos, die ihr behält. Also ich weiß, es war mal 14 Tage. Nach 14 Tagen wäre die weg gewesen. Ja. 72 Videos sind das jetzt. Deswegen packe ich meine ja alle auch immer noch mit auf YouTube hoch. Wollt doch bloß den Wagen wegziehen. Da bleibt ein Irokese stehen, das gibt's doch nicht. Na, das kenne ich. Da hast du so ein blödes Feld, hast eigentlich gut gearbeitet und dann... Hast du da irgend so einen Rotz-Mini-Streifen von 2 Metern oder so noch stehen? Flimmerkiss, ich gebe dir da vollkommen recht, aber wie gesagt, es liegt ja dann mehr oder weniger in meiner eigenen Verantwortung zu sagen, ich möchte diesen Impfstoff nicht haben. Lol, jetzt habe ich wieder Werbung. Gibt ja auch genügend Leute, die genau andersrum sind, die können es gar nicht erwarten, geimpft zu werden. Ich sag mal so, das hängt so ein bisschen auch von der persönlichen Situation ab. Ich meine, genau, ich muss mich jetzt nicht unbedingt impfen lassen. Ich kann von zu Hause aus arbeiten. Ich bin hier so gesehen mehr oder weniger sicher. Ja, außer wenn ich natürlich einkaufen gehe, so wie heute.
ist das natürlich immer ein Risiko. Ja, aber ansonsten, ich müsste, hätte jetzt nicht die Notwendigkeit, aber Praxen und Leute, die im Altendienst tätig sind, also Leute, die wirklich viel Kontakt haben, da macht das in meinen Augen Sinn. Alles andere, naja. Aber Flimmerkiste? Ich habe 72 Videos und nicht 30. Ich bin aber Affiliate, nicht Partner. Also aktuell habe ich 72 Videos, was bei mir, wo ich bei mir zurückschauen kann. Ja, aber du streamst ja auch fast tagtäglich zweimal. Und manchmal hast du ja auch, dass dein Stream abkackt und dann wieder denkst, es geht um die Tage. Ja, dann, okay, dann passt es mit den 30 Tage, ja. Aber Ivan, ich finde das, was du sagst, finde ich halt auch richtig, ne? Wie gesagt, ich kann es verstehen, dass man so, ich sag mal, Altenpflege etc. pp., dass die halt geimpft werden, ne? Finde ich persönlich es halt auch nicht schlimm, so, ne? Aber wie du schon sagst, ne, wenn solche Leute dann sagen, nein, ich will mich nicht impfen lassen, Beispiel jetzt deine Frau, ne? Und das heißt dann hinterher, ja, wir können sie dann aber nicht mehr weiter beschäftigen. Ist halt auch Kacke. Ja, aber was willst du an der Stelle machen, wenn du ständig mit Patienten zu tun hast, die dementsprechend vorbelastet sind, gesundheitlich oder sonstiges, ne? Ja, aber das muss man dann halt auch mit sich selber ausmachen, ne? Ist einem das so wichtig? Es gibt ja auch Leute, die machen den Job einfach nur, weil sie gerade nichts anderes gefunden haben. Die können natürlich sagen, ja, weißt du was, leck mich am Arsch, dann kündige ich oder lass mich kündigen und such mir was anderes. Ne? Kannst du ja auch machen. Ne? Wenn du aber sagst, ich möchte in dem Job bleiben, dann musst du dich zwangsweise impfen lassen. Da muss man sich halt Gedanken drüber machen, ne? Ist einem das Risiko wert oder sagt man sich ja, warum? Das Risiko ist so klein, das wird mich schon nicht betreffen, etc. pp. Ja, und für mich besteht, ich habe zwar auch Kontakt mit Kunden, aber ich kann immer genügend Abstand halten, ich kann alles desinfizieren, was ich angefasst habe. Ich fasse ja keine Person direkt an und von daher sehe ich da halt bei mir keine Notwendigkeit. Und zwangsweise ist meine Überlegung ist halt nur, wenn es dann irgendwann heißt, ja, du darfst nicht mehr ins Kino, du darfst nicht mehr verreisen, du darfst keine Konzerte mehr besuchen, du darfst, blöd gesagt, jetzt nicht ins Restaurant gehen oder so, ohne dass du geimpft bist. Wenn das kommt, dann würde ich es mir auch nochmal überlegen, aber ansonsten... Das kannst du aber auch haben, gell? Das dann heißt, ja, du darfst nur mehr in die Gasthäuser, wenn du geimpft bist. Ja, und das ist ja das zum Beispiel, was gerade Eventim, ne, das ist dieser Konzertveranstalter, gerade versucht durchzukriegen, dass du eben nur noch auf Konzerte von Eventim kannst, wenn du halt geimpft bist. Das Problem ist, und das haben sie letztens in den Nachrichten auch gesagt, man müsste eigentlich eine digitale Erfassung aller Geimpften und mit welchem Impfstoff müsste man eigentlich erstellen. Und das gibt's nicht, weil da haben wir keine Zeit für. Also werden jetzt Leute geimpft, die werden dann ein paar Wochen später nochmal geimpft und fertig. Dann kriegst du vielleicht noch ein Schreiben und dieses Schreiben vom Arzt könntest du theoretisch ja auch fälschen. Ja, also es gibt nichts, wo du sagen kannst, okay, der ist wirklich geimpft worden. Ja, und zwangsweise, wenn ich geimpft bin, ne, dann müsste ich ja eigentlich auch die Erlaubnis haben, ohne Maske einkaufen zu gehen. Warte mal, ich weiß jetzt nicht, wie das in Deutschland ist, aber ich habe heute zufällig, am Abend jetzt einmal, kurz vor den Nachrichten war das, oder war das in den Nachrichten, haben sie gesagt, wenn die Leute, die sich impfen lassen, das wird jetzt bei uns digital erfasst. Das heißt, du kannst dann mit deinem E-Impfpass, ja, E-Impfpass, dich einloggen und sehen, wann du geimpft worden bist. Das heißt, du kannst immer nachschauen, was bist du geimpft worden und wann bist du geimpft worden und wann wäre die nächste Impfung fällig. Ja, ist ja schön, wenn ihr sowas in Österreich habt. Bei uns gibt's den Impfpass in Papierform. Ein gelbes kleines Heftchen, da sammelst du deine blöden Stempel. Das Einzige, wo du es eventuell noch nachweisen könntest, wäre über die Krankenkassenkarte. Aber ganz ehrlich, wenn ich meine Krankenkassenkarte am Schwimmbad vorzeigen muss, damit ich rein kann, Datenschutz? Was interessiert die meine Krankengeschichte? Mhm. Also wie soll ich nachweisen, dass ich geimpft bin, wenn ich nicht ein offizielles Schreiben oder irgendwo ein dementsprechendes System gibt, wo bestätigt ist, ja, der Herr mit der Ausweisnummer oder wie auch immer, ich muss mich ja irgendwie verifizieren können, ist auch wirklich geimpft worden und hat auch beide Impfungen erhalten oder alle drei, keine Ahnung. Vor allen Dingen das nächste, was du dann hast, ne, wenn du nicht geimpft wirst, ne, und darfst an sowas nicht teilnehmen, das ist ja dann auch eine Form von Diskriminierung. Eigentlich schon, ja. Ja, da schreien dann wieder unsere Spezialisten von wegen Verstoß gegen das Grundgesetz, ja, ja.
Ja, das ist halt ein sehr heikles Thema, ne? Und ja, da sind ja auch die Regierungen aller Länder, Bundesländer, Staaten, wie auch immer, dahinter, dass man da halt eine gescheite Lösung findet. Und das wird halt auch nicht von heute auf morgen gehen. Ganz sicher, kann man nicht hinstellen als Mama Merkel und sagen, ja, passt auf, Leute, nur noch die Geimpften dürfen alles und die anderen dürfen es nicht. Geht halt auch nicht. Dann steigt das Volk halt auch aufs Dach, ne? Das ist logisch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Knallt er den jetzt weg? Oder fährt, fährt er nur so weit zurück? Er fährt nur so weit zurück, dass er noch. Ja, alles klar. Dass eine Impfpflicht wird es nicht geben. Das ist verfassungsrechtlich schon nicht möglich. Dazu müssen etliche Gesetze geändert werden. Aber ganz ehrlich, Flimmerkiste. Wenn die Regierung das will, kriegen die das auch durch, weil dann wird Deutschland in den Ausnahmezustand versetzt und dann kannst du mit Verfassungsrecht kommen, wie du willst, das interessiert dann kein Schwein mehr. Die Situation muss nur schlimm genug in Deutschland sein, dann kriegen die das durch. Und wenn die wollen, kriegen die auch Ausnahmezustände für einzelne Bundesländer und einzelne Städte durch. Und dann? Lass das Volk mal auf die Straße gehen, was passiert denn dann? Nix, es wird nichts passieren, es wird sich nichts dran ändern. Wenn unsere Politiker der Meinung sind, sie müssten das so machen, dann machen die das. Ganz einfach. Außerdem ist es nicht sowieso schon so, dass es eine Impfpflicht für Kinder gibt, damit sie in die Kita dürfen? Nein, gibt's noch nicht. Ja. Ich meine, da war doch irgendwie sowas, was da gerade im Gange ist, dass sie sowas da durchkriegen. Die wollen das durchkriegen, ja. Die wollen es auch für die Schulen durchkriegen, dass dann auch nur noch Kinder in die Schule dürfen, die dementsprechend geimpft sind. Sohnemann geht morgen jetzt nach einer Woche dann wieder mal in die Schule. Wieder mal für, ich glaube, 5 Schulstunden oder 6 Schulstunden, obwohl er normalerweise eigentlich nur 4 hätte. Und dann hat er wieder eine Woche, wo er von zu Hause aus arbeiten muss. Na super. Oh, das Feld ist fertig. Yippie, ab aufs nächste. So, abgeladen haben wir auch. Wie sollen wir denn nehmen? Auf jeden Fall keins, wo Trauben drauf sind. Ach, das war das okay. Ja, wir müssen aber auf jeden Fall noch was, glaube ich, aus dem Silo holen. Wir sind jetzt bei 89%, ich weiß nicht, wie voll ist denn dein Anhänger? Ja, sieht noch nicht ganz so voll aus. 28 wäre Dinkel. Da sind jetzt noch 36.000 und ein paar zerquetscht, ich schick den mal jetzt weg. Dass er das mal ablädt. Und dann mal ich gucken. Dachte, ich dachte, das schon wieder so ein Feld ist, was eh nicht vollständig wird. Also doch, wird bestimmt, aber wie gesagt, ich hab ja zwei volle Ladungen in unser Silo gekippt. Beziehungsweise wow. Zwei und eine dreiviertelvolle. Also wenn wir da jetzt noch eine rausholen müssen, um den Auftrag dann zu erledigen, ja, dann ist das so. Entscheide du, welches Feld nehmen wir. Was ich soll entscheiden? Ja, müsst ihr ein bisschen gucken, da sind... 48. Da sind einige Felder dabei, die erntereif sind. Die sind entweder Trauben oder du erntest auf der linken Seite der Map und musst rechts auf der Map abladen. Feld 28 zum Beispiel wäre Dinkel und muss zum Güterbahnhof. Und der Güterbahnhof ist auf der rechten Seite der Map. Jetzt gucken wir, wo Feld 28 ist. Genau, ja, gegenüber. Ach, das ist ja scheiße. Feld 40 ist zum Futterwerk. Das Futterwerk ist oberhalb von unserem Hof. Ne, unten rechts unter Feld 24 müsste das Futterwerk sein. Ja, aber das ist ja unten, ne? Das geht aber eigentlich. Ja, das kann man alleine machen. Und was ist mit 19? Das wäre ja auch, ne? Also das sind 19, Trauben? 19 sind Trauben, genau. Viel Spaß damit. Ja, mir ist das wurscht, ich mache Trauben auch. Ist das gleich? Ja, aber dann müssen wir ja schon wieder die komischen Dinger leihen. Ach nee, ja. Lass mal. Nee, deswegen gucke ich ja gerade. Was haben wir noch? Dann würde ich Feld 40 anfangen. Ja, sehe ich auch so. 8.
Musst du nur zwischen den Feldern hochfahren zum... 8 wäre Roggen und müsste zum Güterbahnhof. Und von Feld 40 aus kannst du zwischen Feld 35, 36, 3, 31, 32 durchfahren zum Futterwerk. Alter Finger. So, aber der Güterbahnhof... Alter, da haben wir viele Fahrzeuge gerade auf dem Hof rumfliegen hier. Ich find's gerade viel, viel schlimmer. Wir sitzen ja jetzt im Metra-Shop. Keiner. So, wo ist denn sein Abfahrer? Ach, da kommt er. Rechts mittig. Rechts mittig. Ja, unter Feld 26. Ja, das ging aber auch. Was ist, wenn ich Feld 8 mache und fahre mir das selber ab und betankt, also fahre dann runter zum Güterbahnhof? Dann bin ich auch selber beschäftigt. Du musst einmal quer über die Map? Oder was? Ja, aber das ist einmal runter und dann rüber und dann wieder rüber. Du weißt schon, wie lange du da unterwegs bist. Also, wenn, dann solltest du wirklich so machen, dass du dir einen Abfahrer einstellst, den du bei Bedarf per Hand rufen kannst. Dass der Abfahrer von alleine darüber fährt, weil sonst wirst du ewig warten. Du kommst gar nicht dazu, richtig zu ernten, weil du erstmal minutenlang damit beschäftigt bist, den Abfahrer darüber zu fahren. Einmal quer über die Map rüber. Das ist ein Schmarrn. 13 sind auch Trauben. Ja, es ist aber vom Ding her eigentlich nur mehr. Was ist denn 3? Sind auch Trauben. Es ist ja fast alles nur mehr Trauben, ne? Trauben. Wurscht, ich mach jetzt die 8, weil das ist ja. Oder was ist 28? Das ist genau das gleiche. Auch Dinkel und Güterbahnhof. Und der da mit dem Abrufen, das funktioniert, ne? Abfahrer. Warum soll das nicht funktionieren? Du musst dir halt nur eine Tastenbelegung dafür erstellen und musst den Abfahrer und den Drescher dementsprechend identisch einstellen. In Autodrive. Dann kannst du dir den, wenn du voll bist, dementsprechend rufen. Der fährt dich an, tankt dich ab. Und wenn er voll ist, fährt er automatisch dann zum Güterbahnhof oder wohin auch immer, was du da einstellst. Ich nehme jetzt mal 28 und guck mal an, wie lange ich auf dem Feld brauche. Gut, dabei bin ich raus. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, wie gesagt, ich fahre jetzt mal rüber zu 8 zum Ding. Was hast du noch nie gemacht? Das mit dem Autodrive, mit dem Abfahrer und so. Ich bin froh, dass ich selber schon reinkriege, Parkplatz und... Aber dabei ist den Drescher-Modus aktivieren ist eigentlich noch mit das Einfachste. Weil du gibst ihm oben einfach an welchem Feldpunkt er warten soll und darunter direkt, zu welchem Zielpunkt er dann abladen fahren soll. Und den Rest macht Autodrive eigentlich komplett von alleine. Da musst du nicht großartig was einstellen. Einzige, was du brauchst, ist, dass du eine Tastenkombination dir hinterlegst in den LS19-Einstellungen für Autodrive. Muss ich gerade gucken. Der heißt, glaube ich, sogar Drescher rufen. Oder Abfahrer rufen, glaube ich, heißt der. Abfahrer rufen, ja. Blätter. Kann mir jetzt hier mal jemand irgendwie... Jetzt habe ich gerade gehabt, Feld 28. Sag Vertrag akzeptieren. Ja. Will 28 rüberfahren? Ne, das war noch zum Ernten. War gerade noch zum Ernten. Will rüberfahren? Ja, ist der Vertrag weg. Hat der Bauer selber gemacht. Du warst zu langsam. Kann mich gleich gern haben. Dann mach ich 8, mir ist das wurscht. Und wer, das ist jetzt auch grubern, dann kriege ich Krise. Ne, das ist jetzt Roggen. So, Vertrag akzeptieren. Nochmal. Und du bleibst jetzt. So, dann fahre ich halt hoch zu 8, mir doch wurscht. Ist ja voll unrealistisch. Aber sowas von, weil ich fahre jetzt voll über die Felder drüber. Dabei habe ich extra die Schneidwerke geholt, wo du die Reifen ausfahren kannst du eben hinten dran hängen, schick ist.
Ich weiß. Ich weiß auch, dass du das konsequent ignorierst. Ich weiß. Du brauchst gar nicht so grinsen. Doch, jetzt erst recht. Schau, ich fahre schön brav auf der Wiese. Du. Ich glaube, ich brauche noch 10 Jahre, bis ich bei Feld 29 fertig bin mit dem Stroh. So, also mir bescheinigt er gerade für Feld 16. Was stand da gerade? 2 Stunden, 20 Minuten? Ach du Scheiße. So, und Feld 4 sind noch 4 Stunden. Scheidra, wo stehst du jetzt nochmal? Feld 8? Ich bin jetzt Feld 8, ja. Tja. Mein Trucki ist unterwegs zu dir. Ivan, bevor ich da irgendwas verstelle, würde ich dich das machen lassen mit dem Autodrive eben. Hast du einen Abfahrer bei dir unten oder was? Nee, noch nicht, deswegen. Ich habe das zwar schon mal alles gemacht gehabt, aber das ist ja schon wieder. So, welches Feld bist du? Moment. 40. Felder da drin. Feld 40 Abfahrer. Das ist auch das, was du beim Drescher oben einfach nur als Ziel einstellst, ohne Autodrive zu aktivieren. Mhm. So, wo muss das hin? Futterwerk. Futterwerk, wo haben wir denn? Ich Futter, Schweinefutter, Futterwerk da. So, einmal Einstellungen gucken. Prozent nächstgelegt. Passt. So, Abfahrer kommt runter. Okay. Du guckst schon wieder aus dem Fenster oder zumindest auf ein anderes Fenster. Ja, ich hab eben Ivan gerade zugeguckt wegen dem Einstellen. Vielleicht schaut sie wieder auf ihr Fenster und dann hat sie es wieder vergessen. Soll ich dir das nochmal erklären, Schätzelein, wenn du gerade schon so komisch guckst? War das jetzt zu schnell? Für mich auf jeden Fall. Also, was ich eingestellt habe, ist, ich brauche diesen Drescher-Modus, ne? Weil er soll ja den Drescher gleich auf dem Feld selbstständig abtanken fahren. Dann stelle ich oben den Abfahrerpunkt ein und der muss im Drescher genauso eingestellt sein. Der muss identisch sein, weil darüber erkennt der Abfahrer den Drescher und der Drescher den Abfahrer. Und da unten drunter einfach das Ziel, wo er hin muss, wo er abladen soll. Was ich noch zusätzlich gemacht habe, ist ein bisschen was für die Fahrtberechnung, wenn ich in die Einstellung reingehe, dass ich ihm sage, die Feldausfahrt nächstgelegen. Weil wir haben ja um jedes Feld diese schönen blauen Fanglinien drumherum. Und bei riesigen Feldern sogar grüne Linien, die von der Feldmitte aus weggehen. Und die benutzt dann Autodrive, um den Weg vom Feld zu finden, sobald er voll ist. Dieses Abladen ab Level 85% bei dem Abfahrer besagt in dem Fall aus, wenn dein Anhänger mindestens 85% voll ist, dann darfst du abladen fahren. So, und im Moment ist es ja so, die Drescher haben 17.100 Liter Kapazität, die Anhänger 52.000, das heißt, da passt locker dreimal eine volle Drescherladung rein, bevor er losfahren würde, das Zeug dementsprechend abzuladen. Und mehr brauchst du an der Stelle eigentlich gar nicht einstellen, den Rest kannst du auf Standard so lassen, wie es ist. Ich stelle immer nur die Kurvengeschwindigkeit auf 95%, damit die nicht ganz so wild durch die Kurven pesen. Ja, ich muss ihm jetzt nur das Feld 8 angeben, ne? Feld 8 Abfahrer.
Unter Feld Abfahrer ist das einsortiert. So, mehr brauche ich nicht machen, ne? So, und jetzt musst du dir halt nur noch eine Tastenkombination hinterlegen, dass du den Abfahrer bei Bedarf rufen kannst, weil der fährt nicht einfach aus Jux und Dollerei zu dir hin. Der stellt sich an den Rand und wartet darauf, dass er von irgendjemandem gerufen wird. Es könnten ja auch mehrere Drecher auf einem Feld sein. Autodrive Abfahrer rufen. Also müsste ich bei mir Feld 40 Abfahrer einstellen. Genau. STR, was ist hier? Kennt links, alt rechts, ja genau. Mhm. Warte mal. Das kann ich aber am Lenkrad auch festlegen, oder? Du kannst das ändern, wie du willst. Dann mache ich das jetzt so. Du musst halt nur aufpassen, dass es nicht eine Tastenkombi ist, die du irgendwie schon für was anderes hinterlegt hast, ne? Wenn, dann wäre es vielleicht nur eine Hupe. Das heißt, jedes Mal, wenn du das Rohr ausfährst und dann den Abfahrer rufst, hupt er auch. Ist doch super. Drücke die Taste, die da... Okay, den nimmt er aber jetzt nicht. Gut. Den nimmt er nicht. Nee, die Taste nimmt er nicht. Aber muss ich jetzt noch irgendwas zum Aktivieren drücken? Nee, ne? Ich brauche jetzt nur nachher den Abfahrer rufen. Genau. Du stellst dich quasi hin, fährst dein Rohr aus. Wenn das Rohr ausgefahren ist, dann rufst du den Abfahrer. Weil der Abfahrer berechnet das Ende vom Rohr quasi als Zielpunkt, wo er hinfahren muss, um abladen zu können. Okay, ich werde das mal testen. Na, vom Ding nimmt das gar nicht, gell? Vom Lenkrad. Nö, vom Lenkrad nimmt das gar nicht. Musst du das auf Gamepad unten umstellen, damit du es einstellen kannst? Siehst du auch auf Gamepad-Einstellungen? Nee, da sind Gamepad-Einstellungen. Ach so. Ja, das macht Sinn. Bleibt der Abfahrer denn da auf dem Feld stehen, wenn ich jetzt sage, ich muss abtanken? Oder fährt er denn erstmal wieder an den Punkt, wo er herkam? Der bleibt da stehen, standardmäßig. Es sei denn, er steht in der Frucht, dann fährt er weg. Jep. Bei Fruchtumfahrung ist eingeschaltet, standardmäßig. Bei dem jetzt hier komischerweise nicht, werden wir direkt mal machen. Da muss ich mir, glaube ich, doch nochmal ein Video von angucken. Ha, jetzt da. Ja, wir werden nochmal eine kleine Autodrive-Session machen. Aber das war jetzt eigentlich schon fast ein How-To. Das war jetzt ein Mini-How-To. Wie stelle ich einen Abfahrer auf die Schnelle ein und kann ihn dann selber rufen? So, aber das Rohr muss dann draußen sein, ne? Genau, du fährst erst das Rohr aus und wenn das komplett ausgefahren ist, dann rufst du den Abfahrer. Weil Autodrive halt guckt, wo ist mein Entladepunkt, wo muss ich mich hinstellen, damit ich abladen kann. Und wenn das Rohr natürlich eingefahren ist, dann versucht er dir ins Heck zu donnern, um abzuladen. Das funktioniert natürlich nicht. Ab wann wärst du gescheit? 85% sowas, oder? Ist das wurscht? Da kannst du dann schon mal rufen, ja, aber musst du nur aufpassen, nicht, dass er dir dann irgendwie im Weg steht. Abfahrer habe ich dir übrigens schon eingestellt, ne? Was? So, Christian hat das Rohr ausgefahren. Ja, ich habe eigentlich eine Taste belegt, aber er bewegt sich nicht. Das dauert ein bisschen, der muss erst berechnen. Das weiß ich noch. Der ja, muss erst berechnen. Wenn er den Ruf bekommen hätte, würde das schon hier stehen. Achso. Ivan, weißt du, was ich mir gerade mal so gedacht habe, ne? Wie das vielleicht mit dem Strohabliefern funktionieren würde, wenn man die Linien einfach in die andere Richtung, dass er quasi erst an dem Füllträger vorbeifährt und dann erst in den Entladeträger reinfährt. Habe ich auch schon überlegt, ja. Kann natürlich sein, dass er eben die Dings nicht genommen hat. Aber du hast F40 Abfahrer jetzt auch beim Drescher drinstehen bei dir. Ja. Hast du Tastenbelegung vielleicht vergessen zu speichern? Das gucke ich gerade. Also ich glaube, wir kriegen von dem einen Feld noch genug Stroh runter. Genug? Alter, ich kann nicht mal zwei Bahnen fahren, dann bin ich voll.
Der braucht ein Anhängsel hinten dran. Ja, stell mal vor, ich hätte den Standard-Ladewagen gelassen und hätte nicht die Yogi-Variante genommen mit 100.000 Liter. Also theoretisch könnte ich mir jetzt noch zwei Truckies hinterher mit Follow-Me ziehen, die einschalten und hinter meinem herfahren lassen. Und wenn meiner voll ist, funktioniert, der fährt los. Ja, fahre Drescher abladen. Voll ist, fährt er automatisch abladen, brauche ich nichts machen, ne? Nein, fährt er automatisch los, sobald er seinen Füllstand von mindestens 85% erreicht hat. Ach, das war das mit den 85%, okay. Da macht es auch keinen Sinn zu sagen, der soll erst ab 100% abladen fahren. Weil bei der Kombi, so wie wir sie jetzt haben, ist es halt wirklich so, jeder Abfahrer kann dreimal den Drescher komplett leer machen. Da bin ich gespannt, was er macht. Ja, ruf ihn nochmal. Berechne Fahrt, berechne Fahrt, berechne Fahrt. Will er nicht, weil er in die Frucht reinfahren müsste. Jetzt tut sie was. Will er hin? Ah, er wendet einmal. Um eine bessere Ausgangsposition zu bekommen. Die Geschichte wieder. Ja, ich erinnere mich noch auf der Marsch, als die Abfahrer im Kreis gedreht haben und sich im Kreis gedreht haben und im Kreis gedreht haben. Mhm. Und dann sagten sie, Fahrt nicht gefunden. Auf Ruf warten, ruf nochmal. Er will nicht, der mag mich nicht. Soll ich mich mal einmal umdrehen? Fahrtplanung begrenzt. Daraus Feld begrenzen, Wir machen jetzt einfach mal Fruchtumfragen aus. Gab es noch nicht einen separaten Punkt, dass er wieder außer Frucht rausfahren soll? Ja, das ist das mit dem Parken im Feld. Das macht er dann automatisch. Nach dem Drescher abladen bleibt er auf dem Feld stehen. Mhm. Aber er fährt aus der Frucht raus. Dann sagt die Beschreibung ja auch. Nach Drescher abladen, falls nicht in Frucht stehend. Ja, dann ist Fruchtumfahrung vielleicht doch besser. Ich habe die Fruchtumfahrung jetzt mal ausgemacht. Er springt bei mir aber auch nicht an. Fährst du den jetzt oder fährt der? Der ist auch ausgeschaltet. Probier's jetzt nochmal. Ne, ich fahr den nicht. Der fährt ja ganz von alleine. Ich sitz nur drin und guck, was er macht. So, ruft ihn mal. Achso, berechne Fahrt. Fahre Drescher abladen. Auf Ruf warten. Ruf ihn nochmal. So nicht, was hat denn der hier? Ja, das sieht schon. Hat der jetzt nochmal eine Kurve? Sieht so aus. Jetzt wird irgendwie ganz langsam. Das spannend. Sieht irgendwie komisch aus. Spannend. Vor der Ringelreihe, oder? Ja. Bin gespannt, was der jetzt hier macht bei dir.
Naja, der könnte sie erst einmal abfahren. Und beim zweiten Mal, wenn ich verkehrt stehe, dann vielleicht nicht. Dann haben wir dasselbe Problem dann wahrscheinlich beim Grissieren. Ja, das sieht ziemlich gut aus, würde ich sagen. Ja, jetzt einmal schon, ja. Jo. Der tankt ab. Das machen wir mal so versuchen, dass ich nicht in der, den Rüssel in die Saat reinhalte. Ja, aber er fährt ja auch durch die Saat durch. Also was anderes, wie du jetzt eingestellt hast, habe ich bei ihr jetzt nicht gemacht, ne? Also es ist alles gleich. Du hast die identischen Einstellungen jetzt? Ich habe die identischen Einstellungen. Bei mir hat das direkt beim ersten Mal gemacht. Der Unterschied zwischen ihr und ihm ist, dass tatsächlich der Rüssel nicht in der Frucht war. Ansonsten muss Christian vielleicht eine Kreisfahrt machen, dass er halt immer mit dem Rüssel außerhalb der Frucht ist. Teste ich das mal. So, ich stelle ihn jetzt einfach erstmal wieder aktiviert hier hin. Meint ihr, dass das mit dem was zu tun hat? Dass das wirklich, wenn der in der Frucht steht, nicht funktioniert? Das sehen wir dann eh gleich. Also eigentlich sind mit Autodrive 1108 sind drei Fallback-Modi noch mit hinzugekommen, die er probiert, um den Weg zum Drescher zu berechnen. Mal gucken, was er jetzt gleich das nächste Mal macht. Aber dass es generell funktioniert, haben wir jetzt ja gerade bei dir gesehen. Ist nur die Frage, warum er jetzt gerade wirklich bei Christian nicht wollte. Ja, bei der nächsten Fuhre stehe ich dann wahrscheinlich hier beim im Feld drinnen. Ja, ich habe jetzt auch das Problem, dass der Abfahrer hier ein bisschen ungünstig hinterm Drescher steht und nicht mehr ans Rohr rankommt. Oder so ein ganz kleines bisschen. Hat das jetzt eigentlich funktioniert mit beiden Abfahren? Nee, ne? Ja, doch. Weiß ich nur nicht, welcher... Oh, Christian und hat da gezeigt. Das ist voll... Das weiß. Also Felder, Ecken sind immer problematisch. Oha, eine Flimmerkiste spielt LS. Ja, Mann, Drescher, lass mich doch erstmal wegfahren jetzt hier. Wobei, da fällt mir ja was ein. Oh, grüß dich, Johnny. Das Rohr stand in der Frucht, das hat ihm nicht gefallen, ja. Sehe ich auch so. Hallo, Johnny. Aber normalerweise sollte es eigentlich kein Problem sein. Dafür sind ja die Fallback-Modi reingekommen, nach dem Motto, wenn er keinen Weg berechnen kann und im schlimmsten Fall durch die Frucht fahren müsste, dann sollte er das eigentlich auch tun. Vielleicht ist ja irgendwo ein Leerzeichen zu viel. Servus. Ist das jetzt eigentlich die aktuellste öffentliche Version oder wieder so eine zum Testen? Nein, das ist die, die wir gestern freigegeben haben. Gestern? Heute? Gestern? Gestern. Die ist jetzt zwar noch nicht im Ingame-Mod-Hub verfügbar, aber es ist ein offizieller Release, also wo aus einer Beta wirklich ein Release geworden ist. Mhm. Da ist halt jetzt so viel reingeflossen, was diese Fahrtplanung auf dem Feld angeht. Ich meine, das ist irgendwann mal entstanden und dann hat sich einer Gedanken zugemacht und dann hat er sich nochmal Gedanken zugemacht, dann sind wieder Codezeilen hinzugekommen und da war natürlich jede Menge... Ich will nicht sagen Alltagsscheiß drin, aber wie das halt so ist in der Softwareentwicklung, ne? Es bläht sich auf und irgendwann hast du keinen Überblick mehr. Wann, wieso, weshalb, warum er da irgendwas macht. Also deswegen ist da ganz viel neu gekommen und ganz viel ist auch rausgeflogen, was halt vom Code her alt war. Nicht, dass es nicht funktioniert hat, aber es hat halt nicht so hundertprozentig zuverlässig funktioniert, wie man sich das eigentlich vorstellt. Aber es wird immer Situationen geben, wo Autodrive oder Courseplay oder welches Skript auch immer irgendwas nicht genau das hundertprozentig so macht, wie man sich das eigentlich vorstellt.
Das muss bloß eine Feldecke sein und Bäume irgendwo in der Nähe und schon hast du immer ein Problem. Wenn wir hinter einer rauchen. Jupp. Okay, Demon. Jetzt hältst du aber gerade Luft. Ja, jetzt könntest du aber wenigstens noch die Bahn zu Ende fahren, fährst die nächste an und rufst dann schon mal deinen Abfahrer. Naja, weil ich wollte ja probieren, wenn ich im Feld mit dem Rohr stehe, ne? Ja, bist du ja jetzt. Ruf ihn doch mal. Bleib stehen, ruf ihn. Da bewegt sich was. Ja, bewegt hat sich bei mir auch bis zum bestimmten Punkt was. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch. Komm. Wurscht. Ja, genau. Immer schön gut zureden. Muss immer lieb zu ihm sein. Jetzt fährt er zurück. Der hat Angst vor dir. Ich sehe es gerade. Ich fahre schon wieder vor. Komm, 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 komm. Gut, 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 gut. Nein, wieso fährst du zurück? Komm zu mir. Komm zu mir. Wo fährst du hin? Er dreht jetzt gleich noch eine Runde. Komm. Sei lieb und brav. Kannst ihn direkt nochmal rufen, der wartet, glaube ich, jetzt schon wieder. Jupp, er wartet. Ich hätte ihn aber gerade gerufen gehabt. Wartet noch immer? Ja. Gibt's ja nicht. Aber beim Rufen muss ich stehen bleiben, oder fährt er dann so lange hinter mir her, bis ich stehen bleibe? Kannst ja ausprobieren. Gut, dann probieren wir das. Nimmt er auch nicht, oder? Auf Ruf warten. Upp, er zuckt ganz kurz und dann war es das. Warte. Ja, gell schon. So, ruf ihn nochmal. Junge, komm bald wieder. Nix, oder? Berechne Fahrt. Bin ich froh, dass es mir nicht allein so geht. Ja, ja. Aber ihr fahrt ja sowieso total unrealistisch die Felder ab, so macht man das ja. Komm, put, 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 put. Der Fahrer von Deutsch Genre, achso. Jetzt weiß ich warum. Weil es nicht dein Trucky ist, ja genau. Ja! Ja, bestimmt. Fahr doch einfach mal weiter, mal gucken, was der macht. Irgendwie ist der doof. Spring mal bei mir rein, Ivan. Er hat sich in eine ausweglose Situation reinbuxiert. Er hat aber schon einen großen Bogen gefahren und trotzdem so dämlich stehen geblieben.
Aha, schau, schau. Jetzt macht er was. Jetzt ist das Rohr wieder auf der anderen Seite, jetzt macht er was. Kann ich nämlich dann auch gleich stehen bleiben, weil dann bin ich eh voll. Und er fällt wieder in die ausweglose Situation. Ich glaube, von dem nee, kann er nicht. Komm, put, 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 put. Komm zu Mama. Komm, 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 komm. Lass dich drücken! Komisch, oder? So ist ein braver Bub. So, setz dich nochmal rein und ruf ihn gleich nochmal. Sicher kann jeder bei Reddit Online mitmachen. Also 7 Leute passen in einen Trupp. Ich weiß gar nicht, ob man mit Trupp und Trupp sich da irgendwie... Das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, 7 Leute. Nee, fährt wieder so dämlich an. Warum will er immer auf die rechte Seite? Na gut, aber ich würde mich jetzt hier ausklinken für heute. Bucht verlassen, sagt er. Halb 5 vorbei. Jo, alles klar, Christian. Zweifelsweise setze ich mich da gleich rein. Ja. Ich würde ja gerne weitermachen, aber reell geht vor. Das ist auf jeden Fall klar. Hier, aber zumindest das Feld haben wir fertig gekriegt, das große, ne? Ja, die anderen, wo die Helfer gerade drauf sind, das dauert eh noch was. Mhm. Bin wieder da. Webbing! Ah, ist vielleicht im Drescher was falsch eingestellt? Warte. Ne, Abfahrer finden steht auf Nein. Ich habe die Spielanfragen noch gar nicht gemacht, gell? Schäm dich. Muss ich auch gleich machen. Bin auf 90. Raver, wir wünschen dir auch eine wunderschöne gute Nacht. Vielen lieben Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Danke, schlaf gut, träum was Schönes. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Raver, warte. Stopp. Stopp. Raver, warte, warte, warte. Nicht so schnell. Du hattest doch einen Raid-Anführer. Wo soll es denn hingehen, wenn ich fertig bin? Oh ja, er hat ja 7.500 Punkte dafür eingelöst. Okay. Aber nicht gesagt, wohin? Ansonsten kriegt er seine Punkte zurück. Ja, sonst müssen wir es so machen. 7.500 Punkte eingelöst für einen Raid? Für einen, oder wolltest du... Nur Prost sagen und hast den falschen Button erwischt. Du hast Raid-Anführer gemacht mit 7500. Das heißt, du sagst an, wo der nächste Raid hingeht. So in 1,5 Stunden in etwa.
Keine Ahnung. Ja, kriegt er die Punkte zurück. Ja, dachte ich aber. Raid-Anführer, ablehnen, schmupp. So, Keulen von der Motte hast du auch eingetauscht. Können wir auch als abgeschlossen markieren. Und getrunken hast du ja auch schon. Das war von 9 Stunden. Können wir auch rausnehmen. Zack. So, Leute. Vielen Dank. Hat wieder Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und wir hören uns. Jo, jo, gleichfalls, Chris. Ja, tschüss. Tschü. Bis zum nächsten Mal. Jonas Lamp! Kapau! Ist der voll oder was macht der? Nicht verzrückt, der verzrückt. Komm her! Komm her! Oder bist du voll? Also voll bist du noch gar nicht. Jetzt komm her! Trau dich, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch, 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 noch. Ja, noch ein Stück. Wollen wir doch eigentlich mal gucken, weil wir es noch gar nicht hier im Einsatz hatten, wie AIVE hier funktioniert. Das hast du nicht zurückfahren, das warst du vorfahren. Warte, zwei. Nee, darfst du nicht vorfahren. Nee, ich fahr jetzt noch ein Stück weiter zurück. Ja, weil wenn du nämlich vorfährst, dann denkt er nämlich, dass du fertig bist und dann haut er einen Sack. Ja, ich lausche die ganze Zeit. Gestalkt von der Unit-Schlumpf. So sind sie, die Berliner. Schau, aber er fährt nicht so, dass er ablädt. Er wird zwar richtig stehen, aber er müsste noch ein Stückchen vorfahren. Und jetzt hat er den. Vielleicht geht's nicht, weil da die Feldbegrenzung ist. Gibt's ja nicht, dass ich so weit zurückstehen muss. Ja, eigentlich nicht, eigentlich fährt er ja auch außerhalb des Feldes. Ja, eben. Vielleicht hast du ja auch einfach Kacke im Rohr. Ah, jetzt. Na, schau. Warte kurz. Er ist aber jetzt selbstständig zurückgefahren, ohne dass ihr was gemacht habt, gell? Drescher wenden lassen. Er möchte dich wenden lassen. Er denkt, du bist noch am Wendevorgang und fährt deswegen nicht runter. Drescher, folge Seite links. Jetzt versucht er dir zu folgen. Und erkennt, dass du am Feldesrand stehst und will dementsprechend dich wenden lassen. Okay. Also er erkennt, dass du nicht voll bist. Jetzt bleibst du, glaube ich, mit dem Rohr hängen. Also er erkennt, dass du nicht voll bist und will dementsprechend beim Fahren dir folgen. Ah, nicht schlecht. Na, jetzt könnte es sein, dass er jetzt nämlich gerade zu Pro. Fahr mal. Passt schon, der fährt weit genug zurück. Schau. Das ist gar nicht so. Alter, der hat da aber richtig Arbeit in Autodrive gemacht, wa? Ja, das ist aber eigentlich eher für Häcksler-Arbeit gedacht, ne? Mhm. Weil beim Häcksler versucht er ja normalerweise auf die linke Seite vom Häcksler zu kommen. Wenn das nicht funktioniert und er fährt irgendwie in eine Wendevorgang rein oder ist an der Kurve, dann versucht er dem trotzdem noch zu folgen. Ja, und wenn der Häcksler dann zurückfährt, weil er den Wendevorgang so nicht machen kann, dann schickt er halt auch den Autodreifahrer ein Stück zurück. Sonst würde der ja ständig im Weg stehen. Berechnet Fahrt. Das ist kaputt gemacht. Ja. Fast ihn mit selbstständig. Naja, ich wollte mal gerade vorfahren.
Schick den jetzt nochmal auf seinen Platz und dann kannst du nochmal rufen. Nee, ich wollte ihm jetzt eigentlich leer machen. Und dann, wenn ich oben umdrehe, ihn dann nochmal rufen, dass der nicht im, dass ich mit dem Rohr nicht im Feld stehe. Aber jetzt kannst du nochmal rufen. Ich glaube, du stehst einfach zu dicht am Dings. Fahr einfach. Irgendwas, ja, haut was ist... nicht hin. Hm? Irgendwas haut mich gerade nicht hin. Doch, jetzt Drescher anfahren. Na, vielleicht fahrt er sogar mit. Schauen wir mal. Also es gibt tatsächlich einen Mod für das Nebenherfahren. Aber da musst du dann trotzdem selber fahren. Also den Abfahrer selber fahren, aber du drückst dann halt nur ein Knöpfchen und er hält dann immer die passende Geschwindigkeit und den passenden Abstand zum Fahrzeug neben dir. Ja, das ist ja das wie Vollami, ne? Ja, nur dass du halt nebenher fährst. Mhm. So, jetzt haut er nämlich die ganze Zeit Drescher anfahren, also ich denke mal, dass er jetzt gerade nicht drauf klarkommt, dass du weiterfährst. Ansonsten fahr mal, vielleicht erkennt er es ja doch. Ja, er fährt jetzt auf die falsche Seite. Na, der wird gleich noch lenken. Der sucht erstmal seinen Punkt und dann zieht er gleich rüber, ja. Drescher folgen, Seite hinten, Seite hinten. Vollgefangen, Seite hinten. Ja, warte, ich fahr mal weiter. Ja, weil du noch nicht voll bist. Ja, aber dann sollte er ja nicht auf der hinteren Seite folgen, oder? Oder er folgt ihr jetzt so lange, bis sie voll ist und fährt dann... Nur jetzt sagt er auf Ruf warten. Ja, dann mach dich doch erst voll und dann... Ich hoffe, jetzt ist aber auch erstmal noch eine halbe Stunde machen und dann werde ich mich auch verkrümeln. Morgen wird wieder so ein ätzender Tag, wo ich wieder auf der Arbeit einschlafe. Er mag das nicht, wenn du in der Frucht stehst, habe ich so das Gefühl. Mhm. Das glaube ich nämlich auch schon fast. Fahre Drescher abladen, sagt er. Ja. Das ist auch merkwürdig, ne? Wenn ich in der Onboard-Perspektive bin, ne? Und ich fahre in den Trigger vom Strohabladen, ne? Zeigt er mit dem Fußboden, ich kann weder rein noch rauszoomen, noch irgendwie großartig die Kamera schwenken, ich kann sie nur im Kreise drehen. Was nimmst du jetzt her? Ja.
Fahr mal vor bis zum Ende. Wie viel Liter pro Bahn kriegst du denn raus? Boah, müsste ich jetzt schauen, deswegen wollte ich mich hier eigentlich vorhin komplett leer machen. Deswegen wollte ich mich hier leer machen. Aber jetzt bin ich eh fast leer, jetzt habe ich... Ja, ein bisschen mehr als 700 habe ich jetzt drin. So, bevor ich die Bahn aber jetzt fahre. Der fährt jetzt sowieso erstmal ausladen, der ist nämlich voll. Eben. Helfer G wird durch ein Objekt blockiert. Dann würde ich mal durch ganz den Abfahrer, schnell... der dahinter steht. Und ich bin gleich da. Der Abfahrer wäre nämlich gerne mal komplett weggefahren, weil er nämlich voll ist. Aber es ist genau die doofe Ecke, wo er das Feld verlassen möchte. Und genau da steht aber auch dummerweise leider gerade der Drescher. Das ist schlecht. Ein neues Fahrzeug, oh Gott. Ein neuer Anhänger. Kann man uns das überhaupt leisten? Bei 2,3 Millionen noch auf dem Konto? Ja, ich glaube schon. Gerade ebenso. Ja, aber das Wasser frisst uns ja schon fast immer auf. Ja, das teure Wasser immer, ja. Wie gut, dass wir im Moment kein Wasser brauchen. Hast du jetzt nochmal einen Abladerhänger geholt, oder wie? Yep. So, jetzt muss ich nur gucken, welcher war denn jetzt? Feld 16. Feld 16 ist gar nicht so gefällt. Feld 4 zum Fruchthandel. Obwohl das eigentlich gleich um die Ecke ist, dauert das immer ewig, bis der da abgeladen hat und wieder zurück ist.
Ja, weil er wahrscheinlich erstmal quer durchs Feld fährt, oder? Weil das Feld so groß ist, bis er dann mal vom Abfahrerpunkt bis zum Drescher ist. Feld 4. Ja, vielleicht sollten wir doch tatsächlich mal wieder auf Helfer verzichten und alle selber abfahren. Was können wir eigentlich mit dem ganzen Strohgeschisse anfangen? Später für die Tiere, ne? Ja. Der Fermenter macht ja nur Silage direkt, ne? Fabrizierst du da gerade den Stau, weil du da in der Luft schwebst, oder was? Lol. Das ist ja witzig. Warte, ich probiere mal, mich wegzukriegen. Der Demon hat einen Stau verursacht auf der Autobahn 5. Hä? Wieso bin ich jetzt weg? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall fahren die ganzen Fahrzeuge jetzt mal hier weiter. Hat's was gebracht, mich dahin zu bewegen? Ja, Glückwunsch, Firefight. Als einziger abgesahnt. Ja, fahren Sie jetzt halt immer in Kolonne durch die Gegend. Gott, so viele weiße Autos. Ich bin wieder da. Bebe. Warum hat er den Abfahrerpunkt hier unten an die Ecke gemacht? Klar, hat der sich einen Wolf berechnet, um dann zum Drescher zu kommen. Firefuck! Mit Überladewagen. Wieso mit Überladewagen? Kann man machen, ist aber umständlich, mit Überladewagen zu arbeiten. Also du hast einen Trecker mit einem Überladewagen, der nur auf dem Feld agiert. Der wiederum fährt dann zu einem Zielpunkt am Feld, wo er dann auf einen wartenden LKW oder sonst was überlädt. Dann hast du drei Fahrzeuge stehen, ne? Dann brauchst du schon drei Fahrzeuge, ja. Du bist doch gar nicht so weit weg von dem Drescher, der ist doch gleich da unten.
Ja, fahr doch einfach weiter. Stroh abfahren ist echt anstrengend. Aber ganz ehrlich, so viel Stroh, wie ich jetzt hier von dem Feld schon geholt habe, ne? Da kannst du bestimmt 5 Wochen die Rinder mitfüttern. Oh, der Abfahrer kommt auch schon wieder. Nicht schlecht. AIVE fährt mal einfach los. Ohne das Schneidwerk zu senken. Was steht der Abfahrer hier im Weg? Ich bin jetzt gerade an der Spur, wo die beiden eben gerade die letzte Spur gemacht haben. Wo die eine so... Ja, dieser kleine Irokesenschnitt. Mhm. Jetzt hier. Alter. Und noch gefühlt 20 Linien, die hier rumliegen. Ja, wenn nicht, müssen wir das nächste Mal gucken, dass wir wieder Ballen draußen machen. Ich weiß nur nicht, ob man da auch Ballen dementsprechend einlagern kann. Das wäre noch gut zu wissen. Ansonsten ist das wahrscheinlich nur eine Halle, wo du es einfach reinwerfen kannst. Ja, auf der anderen Seite ist ja ein Tor. Bahn. 21,5. Ja, aber werden die dann physikalisch da eingelagert oder halt nur als Datenpaket? Das ist halt die Frage, ne? Das nee, weiß ich nicht. Physikalisch reinlegen ist halt auch scheiße. Dann hast du ja wieder lose Ballen und ist ja auch Kackermist. Und auf der anderen Seite ist auf jeden Fall das Schild für Ballen. Ja, ja, das ist richtig. Dann nur die Frage, was passiert. Aber dann hättest du ja auch ein Global Company irgendwie sowas oder nicht? So ein Gebäude, wo man dann sehen könnte, wie voll die dann sind anhand der Ballen oder nicht. Ich meine, wir können es ja auch einfach mal ausprobieren. Machen hier 2, 3 Ballen, fahren die kurz rüber und gut ist. Ja, würde aber bedeuten, wir brauchen eine Ballenpresse und wir brauchen einen Wagen, der Ballen laden kann. Ja, das ist schon richtig. Hier scheint ja irgendwie
ein Trigger zu sein, wenn ich das hier so sehe. Kann aber auch sein, dass das der vom Tor ist. Aber das geht nicht automatisch auf, das musst du manuell machen. Aber dann hätte er es ja wahrscheinlich wieder mit seinem Kästchen da markiert, oder nicht? Da gehe ich jetzt eigentlich auch mal von aus, aber hier ist kein Kästchen. Aber hier steht halt Balle. Irgendwas drücken, ne. Lager, 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 aber ne. Probier das jetzt einfach mal. Warte mal, geht das hier auch im Multiplayer? Du kannst hier doch mit nee, Dingsballen geht nicht. Spawnen. Geht nicht im Multiplayer. Nee? Nee. So eine Kacke auch. Naja, von wegen, ich spawn mir hier mal einfach schnell einen Ballen und dann mal gucken, was passiert. Ja, das hatte ich jetzt auch gerade gedacht. Dass du das probierst. Kannst du nicht Ballen kaufen? Ja klar, du kannst ja auch einen Ballen kaufen. Läufst du kurz mit dem mal halt zum Dings hin. Oh. Raus aus dem. Nee, nicht fertig, Stallshop. Auf. Das ist halt die Frage, brauchst du jetzt einen Wagen dafür oder kannst du den so reinwerfen? Aber eigentlich müsstest du das ja so reinwerfen können. Ja. Boah. Schmeiß ihn halt vor und dann hebst du ihn wieder auf, das ist ja leichter. Ja, so weit vorschmeißen kannst du ihn auch nicht. Doch, die fliegen ganz gut. Ja, ganz gut ist relativ. Naja, aber besser, als du trägst ihn. Die Optik. Ja, bin ich halt jetzt mit dem Kopf in dem Ding drin. Mhm. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Stelle zumindest nichts. Da wäre jetzt Stefan ganz gut zu wissen. Aber dann hätte er ja da auch bestimmt eigentlich einen Entladepunkt gemacht, oder? Ja. Weil dann bringst du uns das ja nicht mit den Ballen. Wieso ist das Tor jetzt zu? Wahrscheinlich hat er das als Dings gesehen. Du kannst ja sogar das Licht drin einschalten. Upp, okay, also Ballen kannst du abgeben an der Stelle hier hinten. Hm. Aber ein Name ist ja dann nur lose. Aber da gibt es bestimmt irgendeinen Trick, dass du dem auch sagen kannst, du willst Ballen entnehmen oder so. Aber dann müsste es ja über Global Company laufen, oder nicht? Mein hier. Ah, nee, ich glaube. Ah, ich habe eine Vermutung. Ich stehe ja gerade oben in der Halle drin. Hier liegen jetzt ein paar Ballen. Aber das kann ja nicht passen. Die liegen da schon immer. Die neun Stück hier? Ja, die liegen hier schon immer. Das sind okay, also hat es nichts damit zu tun, dass sich das auffüllt, je mehr man auch das Silo auffüllt. Nein. Wobei das aber auch riskant ist mit einem Glasdach, ne?
Glasdach und Strohballen und dann mal Regentropfen drauf. Ah, ach so, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ganz schön gefährlich. Lupeneffekt und so. Und schreckt mir nicht so. So, ich fahre jetzt noch einmal ab und dann mache ich Feierabend für heute. Da hinlegen. Wenn ich wenigstens morgen was zu tun hätte. Warum kann ich kein Gras in die Grastrocknung geben? Muss ich die erst kaufen? Nein. Doch, ja. du musst das Gelände kaufen. Du musst das Gelände für die Grastrocknung kaufen, wo die draufsteht. Das ist dieses kleine Fitzelchen hier hinten, glaube ich. Irgendwie war das doch so. Warte mal. Wo war die denn genau? Hier, ne? Ne, das Händler. Wo war die denn jetzt gewesen? Das ist unter dem Schweinesymbol. Also knapp über Feld 23. Ja. Steht hier auf diesem Minigelände und das Minigelände musst du kaufen, sonst gehört dir das nicht. Das ist nur dieses kleine Fitzelchen da. Aber auf diesem Fitzelchen steht halt auch die Grastrocknung. Ja, steht nämlich genau auf diesem Gelände. Boah, wie viel Mist muss denn der noch anliefern jetzt hier? Ist ja unglaublich. Boah, noch eine ganze Menge. Mist. 619.000 Liter sind drin, 1 Million fast es. Apropos, wie viel Stroh haben wir denn überhaupt schon drin? Oh ja, das können wir ja bis zum Sankt-Nimmerlandstag auffüllen. Also wir haben jetzt 1,196 Millionen Liter Stroh schon drin. Wo hast du das gesehen? Ganz normal. Achso, über den Marktpreise Gedönse. E4. 100 Millionen Liter müssten reinpassen. Ja, mach mal voll, ne? Ja. Wir müssen, glaube ich, anbauen, wenn ich mit Feld 29 fertig bin. Überleg mal, eine Bahn sind knapp 100.000. Ja, haben wir auf jeden Fall erstmal genug Stroh, ne? Mhm. Passt schon. Brauchen dort erstmal nicht. Ich glaube, bis wir mit der Map aufhören, brauchen wir keinen Strom mehr. Gerne, Flimmerkiste. Was wollte ich jetzt gucken? Verdammt. achso. Muss ich ja nicht da reingucken. Tiere muss ich ja da reingucken. So, die große Viehweide muss sauber sein. Die braucht Wasser, Stroh, Mischration, Heu, Silage, Häckselgut und Gras. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Gras. Lass doch, wenn wir Feld 20 und Dings. Warum hast du das nicht aufgesammelt, du Arsch? Hier, wenn Feld. Was sind das hier? 2021, wenn wir die abgeerntet haben, können wir doch kaufen und auch Grasfelder draus machen. Ja, ich glaube, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Gras brauchen. Aber es ist ja Schwachsinn, eins von den großen Feldern wegzunehmen, wenn wir da diese kleinen haben. Es sei denn, wir würden natürlich sagen, wir machen jetzt beim nächsten Mal, wenn wir 24 abgeerntet haben, da auch noch Grasfeld draus. Was ist denn da überhaupt drauf? Sieht aus wie Kartoffeln. Warst du denn jetzt selbstständig? Auf der 24 ist Gerste. Achso, du meinst auf der 20. 20 und 21, also auf der 21 ist Tabak und auf der 20 sind Kartoffeln. Beides nicht so geil. Beides nicht geil, nee, nicht wirklich. Mit Tabak können wir jetzt an der Stelle erstmal gar nichts anfangen. Ja, verkloppen wir das. Wie lange brauchen das überhaupt noch bis... Müsste am nächsten Ingame-Tag reif werden. Müsste, ja, die letzte Erntestufe sein. Letzte Wachstumsstufe.
Bringt uns Tabak denn überhaupt? Oh, Hunter, danke schön für 10 Bits. Was geht ab? Alles, was nicht fest ist. Oh, den Scheiß denn jetzt hier. Oh, dass man da hier auch nicht in den Verkaufsstellen nach. Was schreibt denn der jetzt? Na, so 1700 pro 1000 Liter, ne? Du stehst schon wieder am Ende der Bahn, das mag er nicht. Mensch, ja, aber wenn ich im Feld stehe, mag es auch nicht. Das habe ich extra beige 88%. Deswegen habe ich, deswegen, aber da hast du bestimmt danach wieder aus dem Fenster geguckt, vorhin gesagt, bleib doch mal in der Mitte der Bahn stehen, wenn das Rohr außerhalb der Frucht ist. Das heißt, am Ende der Bahn mag es nicht und im Feld mag es auch nicht. Okay. Scheinbar. Ach, ich finde das immer lustig, wenn Cosplay dann diese Parktaschen einfährt, damit es das Rohr auf jeden Fall nicht in der Frucht öffnet. Ach, er mäht da erst so ein Stück rein, mäht dann ein Stück beiseite und dann kann der Abfahrer kommen, ohne die Frucht zu zerstören. Genau. Das ist ja geil. Ja, ich lasse die immer eine Bahn überspringen, damit die beim Wenden nicht immer so ein Problem haben und vor- und zurückkurven müssen. Und dadurch zieht er natürlich jetzt hier jede zweite Bahn. Und dann würde er eigentlich in der Frucht stehen, wenn der Abfahrer kommt. Das ist ja geil. Und so fährt er nochmal ein Stück zurück, mäht sich da so eine Tasche rein, in die er dann reinfährt, damit er ja keine Frucht zerstört. Was macht der Abfahrer dann? Dann fährt er jetzt komplett rückwärts, oder was? Der fährt jetzt gleich wieder ein Stück zurück. Und dann fährt er wieder auf seine Bahn. Und wenn der durch ist mit der Bahn, kann der Abfahrer quasi geradeaus durch. Genau. Ah. Alter, was für Genies haben denn da gearbeitet? So, der ist jetzt leer. Jetzt schiebt der Abfahrer wieder zurück. Ob das weit genug ist? Ne, das ist nicht weit genug. Das war jetzt mal nicht weit genug. Das muss anscheinend Rastraki liegen, ne? Ich fahre überall gegen. Da kannst du aber auch machen, was du willst, ne? Du fährst so eine Kurve und das Ding lenkt weiter und weiter und weiter und weiter und überknallt sie gegen. Ja, das Ding ist schon eingeeicht auf mich. Ja, ich merke das schon. Ich sag doch, du musst die Spur einstellen. Es hat so Parksensorik nachgerüstet und automatisch dahin lenkt er. Oh, Hindernis erkannt, da muss ich rein, Roms. Ja. Der piept, sobald er nichts erkennt. Also hier liegen jetzt noch gut, ich würde mal schätzen, so 1,5 Millionen Liter Stroh.
Ach, siehst du, ich wollte da vorher noch mal gucken. Düngerfabrik. Hülle, Gerste, klar. Ach, Mist. Nee, Weizen, Gerste, ja, Dinkelrobben. Ah, klar. Ich muss ja da reinfahren, weil sonst nimmt er das Stroh ja dann nicht. Ach so, wir haben den Auftrag auch noch gar nicht fertig, ne? Da fehlt dir doch noch irgendwie was. Irgendwas musste doch noch weggefahren werden, ne? Ja, wir haben 89%. Also wir müssen doch mindestens eine Ladung Dinkel wegbringen. So, ich quittiere jetzt meinen Dienst. Okay. Das ist ja eine Arbeitsmoral hier, du. Junge, 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 Junge. Weißt du, wenn ich morgen genug zu tun hätte auf Arbeit, dann würde ich es nicht machen. Aber da ich morgen wahrscheinlich schätzungsweise 8 Stunden rumsitzen werde, versuche ich genügend Schlaf zu bekommen, damit ich den nicht morgen auf der Arbeit nachhole. Ja, toll. Dafür kommst du dann wieder nachmittags nach Hause, legst dich hin, pennst und dann bist du wieder zu spät. Ja, ja, kennen wir schon. Ja, es ist halt so dämlich, dass wir jetzt keine Überstunden mehr abbummeln dürfen, sondern wirklich von 8 bis 17 Uhr dann da sitzen. Und wenn wir gar nichts zu tun haben, sitzen wir von 8 bis 17 Uhr da. Das ist ja auch toll, ey. Na, also ich habe zum Beispiel, morgen habe ich 1 um 8, das ist aber keine Montage, sondern eine QM. Da sitze ich wahrscheinlich, blöd gesagt, 1 Stunde, dann fährt der Kunde wieder vom Hof. Also ich sag mal, der kommt um 8, um 9 fährt er wieder nach Hause und dann sitze ich bis 17 Uhr da. Kann ein bisschen aufräumen, putzen, bla, und dann bin ich durch. Und dann sitze ich bis 17 Uhr da und, weiß ich nicht, pull mir eine Eichel rum oder so. Und Mittwoch ist das Spiel ungefähr gleich, ich komme um 8 und den ersten Kunden habe ich erst um 10. Toll. Er schiebt so die Deichsel ein bisschen zusammen. Nur so ein kleines bisschen. Ich freue mich jetzt übrigens schon total auf den Winter. Nicht nur wegen den Bäumen, sondern auch wegen dem Schnee. Ich habe das gestern mal in einem Video gesehen, wie geil das ist. Das ist spaßig, ja. Also die hatten Schneefräse und hinten Salz streuen. Na, die hatten einen Frontlader, womit sie den Schnee geschoben haben. Da konnte halt auch, kannst du wahrscheinlich bei der Schneefräse auch nach links und rechts schwenken. Ja, kannst nach links und rechts schwenken. Du stellst die Höhe ein, wie weit du den Schnee schmeißen musst. Da gibt es nur ein kleines Problem. Du kannst in der Regel nur die Straßen räumen, die dir auch gehören. Das heißt, wir müssten dann gegebenenfalls, im schlimmsten Fall, die Straßen kaufen. Das Straßennetz. Gab's da nicht Aufträge für? Auf der Marsch gibt's Aufträge dafür. Was kosten denn hier die Straßen? Ach, 1,6 Millionen kosten hier die Straßen. Ach, die haben wir doch längst. Okay, und dann sind noch nicht mal alle dabei. Aber die Hauptstraßen, so wie es aussieht, zumindest. Ja gut, diese Feldstraßen und so ist ja kackegal. Ja, es ist ja wahrscheinlich nur das, was gestrichelt ist. Ja. Der Rest sind ja diese ganzen Feldwege und so weiter. Ja, wir lassen uns überraschen. Doof ist bloß, wenn du dann versuchst, den Schnee irgendwie an die Seite zu pusten und der dir dann sagt, du dich wunderst, warum das nicht funktioniert. Ja, dann ist es meistens so, dass du den Schnee auf ein fremdes Feld blasen willst und das darfst du natürlich nicht, wenn das Feld dir nicht gehört. Na toll. Also es ist quasi wie dieses Abladen. Yep. Ja, und dann werden Bäume gefällt. Oh. Ja, aber guck mal, jetzt macht er das Abfahren hier, ne? Wenn du jetzt hier so gerade stehst, nicht in der Frucht. Ja, da macht das. Und ich habe jetzt auch. Ich bin jetzt auch nicht bis zum Rand gekommen. Dann macht das auch ganz brav. Jetzt müsste sogar abfahren, ne? Wenn es wahr ist. Wenn er voll ist. Ansonsten, der bleibt jetzt dann da stehen und wartet, bis du ihn das nächste Mal rufst. War der jetzt nicht voll? Weil ich mich da bei dir so krass verschaut. Was machst denn du da?
Ups. Ja. Ja, Entschuldigung. Ich hab kurz aus dem Fenster geguckt. Nee, kurz über und zu geguckt. Ja, grüß ja. dich, Andy, und vielen lieben Dank für deinen Raid. Hallo. Für deinen Raid mit dir selber. Wie geht's denn? So. Gut, das ist schön. Wenn ich gut schlafen kann, werde ich mal ganz kurz zu den Bäumen gehen. Mal gucken, was ich da alles wegholzen darf. Nix. Alles. Ach, Ivan, wir müssen demnächst dann mal ein bisschen was quatschen. Schon wieder. Mhm. Oh Gott, ich ahne schon wieder Schlimmes. Wenn sie das so schon sagt. Das bedeutet Arbeit. Wahrscheinlich. Nee, Arbeit nicht wirklich. Das sagst du doch jetzt. Lass mich raten, du kommst jetzt endlich mal auf die Idee, dass du dann doch mal das Verlose-Skript vom Bot testen willst? Das Oder hast du das schon wieder vergessen? Nee, das müssen wir auf jeden Fall machen. Bäume, soweit das Auge reicht. Naja. Weil das müssen wir die Woche auf jeden Fall noch testen. Also das ist so von der Fläche her ungefähr das, was ich auf dem Marsch innerhalb von 2 Tagen weggemacht habe. Aber da haben wir wahrscheinlich hier auch das Problem, dass kann man ja jetzt nicht gucken, wie viel Fassungsvermögen die Dings haben. Das ist sowieso, wenn ich das hier gerade richtig sehe, ne? Oben bei... So leicht machen wir euch das nicht, Jungs. Da bei Feld 5, ne? Wenn du das da oben dir anguckst, da gibt's einen Holzhacker. Und so ein... Ja, der Holzhacker ist ja das, was dann Hackschnitzel produziert. Und weiter unten bei Feld... wo ist denn das jetzt hier? Zwischen Feld 4 und 5... Da ist ja das richtige Sägewerk, da kannst du dann die Paletten herstellen. Also hier oben kannst du tatsächlich nur Hackschnitzel produzieren. Und irgendwie hier irgendwelche Bäume verladen. Aber ich glaube, das ist ohne Trigger, das ist wahrscheinlich nur... Holzhacker. Hackschnitzellager. Merkwürdig. Wahrscheinlich kannst du hier nur Baumstämme hinschmeißen oder so. Ich habe keinen Debug-Modus und so. Ich gucken, ob da ein Trigger ist. Weil dieser komische Bulettenfred hier mit seinen Hähnchenwagen, der erinnert mich so ein bisschen an Left 4 Dead 2. Ja, aber den haben wir schon gelästert. Ja, aber der erinnert mich voll an so einen Boomer. Da fehlt nur noch, dass da platzt und danach grüner Schleim rauskommt. Na? Haha! Hunter Flimmerkiste, ich und Ivan. Sind hier noch mehr Bäume? Oh, hier sind noch mehr Bäume. Ui. Man geht auf Bäume schau. Viel zu wenig Bäume. Vor allen Dingen sind hier diese ganzen Dekobäume, die er hier überall hingeklatscht hat, ne? Das sind alles Bäume, die ich nicht fällen kann mit meiner Maschine. Die musst du per Hand fällen oder mit der Fräse wegkloppen. Oh, grüß dich, das tut mir aber Michael! Wunderschönen! Ja, ich schnapp mir einfach Feld 9 und mach da Bäume drauf. Das reicht dann für mich. Bäume. Jetzt kann ich gute Nacht sagen. Oh, Firefighter ist am Gehen. So. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß und eine gute Nacht. Wir hören uns dann Mittwoch, ne? Donnerstag spätestens. Donnerstag spätestens. Hast du das jetzt generell umgelegt?
Ja, jetzt müssen wir mal schauen, deswegen ist auch ein Grund, warum ich dann mit Ivan nochmal ein paar quatschen muss, weil ja, ab wenn es so ist, wahrscheinlich nur bis Ende März und dann müssen wir gucken, wie wir das machen, weil mir dann noch was aufgefallen ist, wo ich, ja, mal gucken. Weil wenn ich regulär wieder Arbeit habe, dann wird es abends etwas schwer. Ja, kennen wir ja nicht anders. Und da ist mir eben noch was aufgefallen. Ja, mal gucken, wie man es am besten irgendwie... Die fällt immer so viel auf und dann vergisst du es, weil du aus dem Fenster guckst. Nein, ich hab's nicht vergessen. Hast du extra mal einen Knoten ins Taschentuch gemacht, ne? Ja. Vielleicht hat sie es auch auf ihre Tafel aufgeschrieben, die sie mal geschenkt bekommen hat. Ja, das stimmt. Aber die haben wir schon ewig nicht mehr gesehen, ne? Nee. Ich habe auch schon ewig kein Sprechverbot mehr, dass sie hätte benutzen müssen. Ja, ist muss ja auch, morgen früh wieder raus. Feierfeld. Ja, weißt du, zahlst du 5.000 und dann kommt gleich einer um die Ecke. Oh, ich habe 1.000 Punkte, wupp. Sprechverbot aufgehoben. Dafür lohnt sich das nicht, die 5.000 Punkte rauszuwerfen. Nee, vor allem, weil man jetzt ja Rudelpunkte für die Lootchess-Box braucht. Ja, das auch noch. Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut, träumen, schönes. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Danke fürs dabei sein. Ciao. So, in diesem Sinne, da schließe ich mich Firefighter an. Macht das gut. Demon, alles klar, ich wünsche dir auch eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut, morgen einen nicht so stressigen Tag. Ich garantiere nicht. Nee, ich wünsche dir, dass du morgen viel, viel, viel zu tun hast, ne? Nein. Ich wünsche dir jetzt das, was ich auch selber gerne gewünscht bekomme, wenn ich Dienst habe. Viel, 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 viel Arbeit, dass die Zeit ja schnell vergeht. Ja, ich werde mein Handy-Ladekabel mitnehmen, weil ich das wahrscheinlich zweimal aufladen muss in der Zeit. Ja. Deswegen habe ich meine Powerbank auch das, immer mit. Das Schlimmste ist, wir hatten ja im Kundenwartebereich, hatten wir immer einen Fernseher stehen. Ne? Da haben wir dann schön hier YouTube aufgemacht oder Netflix. Ne? Der wurde mir jetzt weggenommen. Oh. Ja, der ist jetzt nach Braunschweig gewandert und da werden dann nur noch Werbevideos drauflaufen. Und jetzt habe ich nur noch den Laptop vor Ort und das ist immer so ein bisschen kotze, weil das so ein uralt Ding ist. Und ja... Naja, ich hab ein Handy. Macht es gut. Alles klar, Dion. Nacht. Ciao, ciao. Du gehst auch schlafen. Na dann, gute Nacht. Danke. Was? Warum schenkst du mir 10.000 Punkte? Bekloppt, warum schenkst du mir jetzt 10.000 Punkte? Kann er ja gar nicht. Ich hab dir falsch geschrieben. Ja, zum Glück. Ausrufezeichen, GIF, dann der Name und dann die Anzahl Punkte. Und nein, ich will keine Punkte. Jonitschlumpf hat einfach zu viel. Meint er. Meint er. Hebt das lieber auf. Jonitschlumpf, hebst dir lieber auf. Du wirst das noch brauchen, glaubst mir. Du wirst das bereuen, wenn du Punkte herschenkst. So, jetzt werde ich aber mal schnell den einen hier abladen, dann mal schnell ein bisschen Dinkel aus dem Silo holen, damit wir den Auftrag ausfüllen können. Wieso willst du es aufteilen? Na, aber vielleicht ist ja doch was dabei, wo du sagst, oh, das würde mich interessieren, vielleicht möchte ich doch mitmachen. Heb sie mal auf, man weiß nie, was noch kommt. Ich hatte heute auch wieder eine nette E-Mail bekommen. Ja, da muss man noch drüber nachdenken. Aber das ein oder andere wird sicher noch dazukommen. So. Hebst du dir auf.
Was? Lass das, ich brauch die nicht. Ich hab genug Punkte. Der Hass hasse. War der Hasse zu dir da? Ach siehst, ich könnte noch eine Karte craften. Upp. Tja, Jude Schlumpf, da hast du jetzt einen Cooldown. Na, wo ist denn dein Spezi noch unterwegs beim Ausladen, wa? Ach, da kommt er schon. So, machen wir schnell. Einmal. Oder Dinkel, ne? Dinkel. Dinkel vom Silo. Getreidelager, Verladung. Muss er dorthin? Auch zum Fruchthandel. Ja, passt doch. Können wir hoffentlich danach den Auftrag abschließen. Brauchst du nicht hinstellen. Ich hab dich schon gerufen. Du kannst schon zu mir kommen. Ich bin schon voll. All 96. Voll hochprozentig. Kommst du? Ja, der muss erst natürlich seinen Zielpunkt da erreichen und dann wartet ja, er erst auf den Ruf. Ich denke mal schon, ja. Unit-Schlumpf ist langweilig. Der hat sich bestimmt jetzt auch eine Stoppuhr gestellt. Mhm. Der wird sich noch so in den Hintern beißen. Unit Schlumpf hat Angst, dass er was gewinnt und dann weiß ich ja, wo er wohnt. Oh mein Gott. Und dann komm ich und den Schlumpf stalken. Ja, ich hoffe ja auch, dass wir nicht gewinnen. Reicht doch schon, dass du unsere Telefonnummer irgendwo hast. Die habe ich, glaube ich. Oh ja, was habe ich? Das Foto habe ich noch irgendwo, glaube ich, oder? Dann muss ich auf ein Foto gucken. Dann brauchst du ja auch nie unsere Adresse nicht auch noch. Ach, ich mache das anders. Ich gebe einfach eine DHL-Packstation an. Clever, oder? Hast du nicht die Adresse? Aber ich habe zumindest schon mal einen Preis von Autogrammkarten. Hier wie auch schon mal. Und einen Preis von Cappy und einen Preis von Shirt, falls wenn es wäre. Schauen wir mal. Eines nach dem anderen. Aber die werden dann definitiv teurer. Sage ich dir vielleicht später was zu. Ja, wie gesagt, das ist eh alles noch im... Ich habe jetzt nur mal angefragt, was denn sowas ungefähr mal...
So. Ja, ein bisschen große Reine machen, dann können wir den wieder auf den Parkplatz packen. Den blauen Tracky lassen wir einfach so dreckig, wie er ist. Das fällt ja eh nicht auf bei den ganzen Schäden, nee, die er hat. Nee, das fällt nicht auf. Das lass ihm lieber dreckig, weil dann sieht man die Schäden nicht. Ja, guck dir das doch mal an hier, ey. Vorsicht, der Werkstattmeister wieder beschwert, wenn er hier alles reparieren muss und nicht erkennen kann, wo was kaputt ist, weil so viel Dreck drüber ist. Mach ich ihn lieber doch mal schnell sauber. Der Dreck hält das Fahrzeug zusammen, ganz genau. Eher der Rost. Jetzt fällt er gleich auseinander, pass auf, jetzt geht's gleich. Boah, das erinnert mich schon wieder an die Verarsche. Die war Hammer, ja. Ach, sowas kannst du auch nicht planen. Und ich hab das auch noch geglaubt. Du geil. Aber wirklich. Welcher Zielpunkt ist denn das jetzt wieder? Z05. Alle Unterstand zentral 05, ja. Nein. So, jetzt hoffe ich bloß, die Ladung dinkelreich, dass wir noch ein bisschen was überbehalten. %. Haben. So geht's natürlich auch. Aber sagt das nicht zu laut, dann macht Scheinrad das auch. Ach nee, das geht ja hier gar nicht. Du kannst ja nur auf der Wasserplane fahren, oder wie war das, ne? Hatten wir doch schon ausprobiert. Wir sind doch alle Jesus, wir können übers Wasser laufen. Genau, stimmt, wir können übers Wasser laufen. Ja, auf der Euro, das denke ich mal schon. Aber wie gesagt, bei uns geht das ja nicht, ne? Wir können alle übers Wasser laufen. Meine Verlobte wurde mitgeradet. Wurde nur nicht angezeigt. Hat sie am Raid vielleicht nicht teilgenommen? Hat sie den vielleicht verlassen? Der hat gesehen, oh Gott, eine Blauhaarige, schnell weg, ich geh nicht mit. So, mache ich jetzt aber selber. Und wenn er anzeigt, dass der Auftrag erledigt ist. Oh shit. Brauchst noch was? Eine Fuhre hat noch nicht gereicht. 89%. Wir waren vorher bei 87. Okay. Ja, komisch. Ja, das ist auch mal, das ist mit dem Raid und mit dem Host, das ist auch immer ganz lustig. Nee, ich kann dir sagen, was das Problem ist. Stream Elements überblendet dir deinen Raid mit dem Host. Das will ich auch hoffen, Junischlumpf. Dass du mich weiter stalkst. Naja, vor allem wenn der PC da ist, dann wird das Stalken extremst. Haha, wart's mal ab. Dann wird das Stalken nicht mehr stalken, sondern verfolgen. Das war jetzt eine Ladung, 2%. Ist aber schon heftig, hä? Der stand vorher bei 87%, steht jetzt bei 89%.
Das war doch Feld 29, ne? Ja, klar. Das heißt, dass wenn ich dem jetzt noch die anderthalb Ladung gebe, werden wir trotzdem nicht auf 100% kommen. Wie viele Mods haben wir aktuell? Nicht so viele. Das sind 5 GB, oder? Nee, oder? Warte, ich kann gerade gucken. Ich habe das Fenster ja sogar noch offen. Also im Moment haben wir 62 Mods drauf, 7 Gig, aber davon sind nicht alle aktiviert. Ach, der zählt da auch die Giants Packs und hast du nicht gesehen mit dazu. Aber wenn ich jetzt einfach mal in den Ordner gucke. My Games, Farming Simulator, Mods. Dann sind das 56 Mods und 1,77 GB. Solange niemand bei dir vom Fenster steht, ist alles okay. Ich will ja, so. Ich will ja meine Ruhe haben beim Fenstern. Weiß? Weiß? Naja, wobei bei Ivan dachte ich das schon mal, ne? Dass der irgendwo um die Ecke steht. Das ist gefährlich. Ja, pass auf, wir kriegen den Auftrag nicht abgeschlossen. Ich würde den jetzt abbrechen. Uns das Geld dementsprechend gutschreiben. Weil selbst wenn ich jetzt die anderthalb Ladungen noch rüberbringe, das sind nie im Leben noch die fehlenden 11%. Das kann nicht hinkommen. Wenn eine Ladung nur 2% jetzt gerade ausgemacht hat. Nee, dann passt ja was nicht. Dann breche ich den jetzt ab. Ja, und überweist das Geld. Gearbeitet haben auch dementsprechend. 164.573, sagt er. Moment, brauche ich Taschenrechner. 164.573 hat er uns abgezogen. Plus das Geld, was wir ja eigentlich kriegen würden, weil das hat er ja nicht berechnet. Bei 46.18.158. 128 Mods und 3,12 GB, okay. So. Kann ich den doch eigentlich auch noch zu Feld 16 schicken, ne? Ja. 16 Bergfrucht. Ja, das kommt vor. Ach, fällt 16 ab. Ja, Mods müssen jetzt nicht zwingend zu Lags führen, aber momentan scheinen auch die Serveranbieter so ein bisschen zu spinnen. Also wir haben es ja auch zwischendurch, dass wir hier irgendwelche unerklärlichen Lags haben, was vorher eigentlich problemlos liegt. Lief. Also ich habe bisher noch keinen Serveranbieter erlebt, wo nicht irgendwann mal irgendwelche lustigen Phänomene von wegen Lags aufgetreten sind. Ich glaube, da musst du schon wirklich Glück haben, dass du so fast alleine auf einem Server mit drauf bist. Oder die anderen zu Zeiten spielen, wo man selber nicht spielt.
Oder ob der bei den Aufträgen das Stroh noch mitrechnet, wenn das auf dem Feld liegt? Bin mal gespannt. Meinst? Bei 164.000 wollte er jetzt noch irgendwie haben. Aber was bringt denn Stroh? Stroh bringt nichts. Nichts, 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 nichts. Kannst du nirgendwo verkaufen, bringt nichts. Seltsam ist das schon. Wie schön sich das wieder aufstellt. So unrealistisch. Ja, aber sowas von unrealistisch. Oh, was wir hier spielen, das ist ja sowas von unrealistisch. Kornkreise. Nein, Linien. Parkbuchten. Nicht so weit hier. Nicht gut. Mit kleinen Fehlern. Aber schönes Muster trotzdem. Ja, hier fährt halt Cosplay da oben. Und hier fährt Cosplay. Der ist aber immer noch auf den Vorgewendebahnen. Drei Stück. Und unten auf dem Feld ist AIVE aktiv. Der fährt ja halt sowieso immer bloß am Fruchtrand lang. Warum auch immer jetzt da so ein Pickel reingefahren hat, man weiß es nicht. So, Maestro, Sie dürfen bitte entladen. Nee, abladen. Kommen. So, bin dann nochmal raus. Ich wünsche euch was. Hunter, ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut rein und schönes, wir sehen uns morgen zu ATS. Ciao. Du solltest mal den rufen. Dann kommt der vielleicht. Hab ich? Auch. Nee, hab ich. Scheinbar hast du nicht gerufen. Vielleicht habe ich zu kurz gedrückt, das kann auch sein. Ich mache auch einen Schuh. Ich bin auch fertig heute. Okay. Flimmerkiste, dann wünsche ich dir auch eine wunderschöne gute Nachtschlaf, ein schönes bis morgen, wünsche dir was. Ciao, ciao. Nö, nee, das hat mit Bequemheit nichts zu tun. Nur dadurch, wir jetzt momentan nur mehr zu zweit sind. So lang wird es eh nicht mehr heute. Nee, allzu lang war ich jetzt aber auch nicht mehr. Nee. Morgen früh klingelt ja schon wieder der Wecker. Zu früh, wie immer.
Eins, was ich auf jeden Fall machen muss, ich muss die Cosplay-Kurse einmal speichern, sonst sind die nämlich beim nächsten Mal weg. 504. So, ich stelle den dann dahin, wo er stehen soll. Ich fahre dann noch hoch. Dann sage ich auch schon mal, oh, heute sind es aber alle raus, ne? Ja, alle geschafft vom Montag. Ein anstrengender Montag. Jonitschlumpf, dann sage ich auch. Danke, dass du da warst. Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht, Schlaf, Geträumer, Schönes. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche dir was. Tschüss. Aber ich bin heute auch. Entschuldigen, keine Ahnung, irgendwie. Das macht das Wetter. Wobei wir hier eigentlich schönen Sonnenschein hatten, obwohl eigentlich was anderes zu erwarten war. Nachtigall Flimmerkiste. So, den stellen wir dann da ab. Ja, aber erntemäßig gar nicht so viel geschafft, muss ich mal so feststellen. Naja. Weil wir haben das Feld 29 fertig gemacht und alle anderen Felder angefangen. Wie ist denn der Stand der Dinge überhaupt? Feld 40, 77%. Die 16 mit 27. Die 8, 50%. Feld 4. Na, Feld 4, 7%. Feld 29. Ach ne, war gar nicht unseres. Feld 29 könnte man jetzt nochmal ernten, wenn wir Bock hätten. Lol. Es ist wieder drin. Ja, nach die Unit-Schlumpf. Auf dass der Rechner bald kommt. So, dann stelle ich mich hier nämlich ab. Dann weiß ich nämlich, dass ich da das nächste Mal weitermachen kann. Ja, wir müssen uns dann nur mal eine Strategie überlegen, wie wir das mit den Feldern machen. Weil wenn jeder ein Feld macht und irgendwie turnt da ein Abfahrer rum, ich meine, das hat ja jetzt zum Schluss soweit bei dir ganz gut geklappt. Ja. Ja, man muss nur gucken, dass man halt, wie gesagt, wenn ich mit dem Rohr drinnen gestanden bin, habe ich mich halt kurz auf die zweite Bahn gestellt, einmal umgedreht auf die zweite Bahn, damit der schön abfahren kann. Wurscht. Muss man es halt so machen. Ja, entweder so oder wir müssen halt wirklich sehen, dass wir mit mehreren Drechern auf einem Feld und dann mit ein bis zwei Abfahrern. Ist natürlich auch doof, wenn wir nur zu viert sind. Da ja, das ist nämlich der nächste Punkt. Da muss der erste früher weg, was verständlich ist. Dann ist der zweite heute ausnahmsweise mal früher weg, was auch verständlich ist. Ja, wie gesagt, da gibt's. Das ist auch so ein Punkt. Aber demnächst haben wir ja noch von Unit-Schlumpf die Unterstützung. Der mischt ja dann auch fleißig mit. Gehe ich jetzt mal von aus. Wenn er dann irgendwann mal seinen Rechner hat und alles eingerichtet ist. So, aber ich werde in diesem Punkt hier ein Ende machen. Ja, an dieses Ende schließe ich mich jetzt auch direkt an. Ich werde jetzt noch die Abfahrer und Drescher etc. noch stoppen. Die habe ich ja jetzt gerade eh schon angehalten. Beziehungsweise ich habe die Cosplay-Kurse von den Drechern schon mal gespeichert, damit die beim nächsten Mal nicht weg sind. Weil die werden ja nicht zwischengespeichert, sondern wenn der Server neu startet oder wir jetzt vom Server runter sind, dann sind die weg. Deswegen habe ich die einmal als Temp-Kurse zwischengespeichert. Hier den Helfer werde ich jetzt ausschalten, damit der an der Stelle da weitermachen kann. Den lasse ich jetzt nochmal abtanken. Und dann sollte das passen, denke ich mal. Da, Kurs ist gespeichert. Passt schon. Lass die jetzt nochmal abtanken, dass die theoretisch weitermachen könnten. Und ja, waren noch nicht ganz so erfolgreich. Also wir müssen uns da irgendwie noch eine passende Strategie ausdenken, wie wir das hinkriegen. Ja, die Strafe vorhin war natürlich nicht so schön. Ne? 164.000 da ins Minus reingerutscht. Von der Strafe, aber wir haben uns dann den Ertrag für das oder den Auftragswert dann dementsprechend wieder gut geschrieben.
Lohnzahlung hat man jetzt natürlich auch ein bisschen mehr, dadurch, dass jetzt ein paar Helfer unterwegs waren. Eigentlich war das nicht so geplant. Wir müssen mal gucken, ob wir demnächst vielleicht die Mannschaft doch aufstocken und eventuell das neue Marschprojekt dann doch auf Eis legen. Schauen wir mal. Vor allem, wenn es dann mit Scheinra und ihrer Arbeit irgendwann demnächst etwas anders vonstatten geht und sie dann abends eben nicht mehr so oft Zeit hat. Aber da werden wir dann nochmal quatschen. Schauen wir mal. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich werde die jetzt hier noch gleich alle nacheinander stoppen. Server speichern, wie üblich. Und ja, dann hören wir uns spätestens am Donnerstag dementsprechend wieder ab. Ja, 20:15 Uhr, wie immer. Wir schauen mal. Ja, und dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich bedanke mich wie üblich fürs Interesse. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und natürlich, wie immer, haltet Abstand, bleibt gesund. Ich bin raus, bis denne und ciao, ciao.